Ja, jetzt geht's endlich los. Digga! Also, das ist ein unfassbares Schlachtschiff. On the roof. Sie kommen! Da ist wieder unser Veranstalter, Organisator und der uns alle hier eingeladen hat. Hier ist Montana Black 88. Moin, moin, moin. Moin, wie ist die Stimmung? Super, ich freue mich jetzt, geile Autos zu fahren durch München. Ja. Das wird richtig geil. Da habe ich mich schon das ganze Wochenende drauf gefreut. Das ist cool, ja. Das ist für uns auch ein Highlight. Auf jeden, ja. Sehr geil. Wollen wir eine kleine interne Wette machen und 100 Subs, wer als erstes ein Auto crasht, ja, muss allen anderen 100 Subs geben. Nach den Erfahrungen gestern habe ich auf jeden Fall gelernt, mich an solchen Wetten nicht zu beteiligen. Ich feuere das aber gerne als Zuschauer mit Popcorn von außen an. Ja, nee, besser nicht. Komm, dann gehen wir zu den Autos, oder? Okay. Ich freue mich, Digga. Also, ihr wurde schon angekündigt, was ich fahre? Ich werde ein Ford GT Heritage fahren. Habe ich natürlich noch nie gefahren. Und wir werden durch München fahren. Das wird richtig fett. Wir haben McLaren, wir haben 6x6, wir haben einen Lamborghini Mansory. Also wir haben einige geile Karren, mit denen wir jetzt... Also wir werden jetzt Freestyle durch München. Oder haben wir eine feste Strecke oder fahren wir Freestyle? Okay. Nee, danke. Okay, es fährt jemand vor. Also wir haben eine Strecke, die wir abfahren. Das wird richtig geil. Ist es dann das teuerste Auto, was ich jemals selber mal gefahren bin? Ich glaube schon, ja. Doch, hundertprozentig. Am Ende ist natürlich auch wichtig, dass alle, die hierher kommen, sowohl die Zuschauer als auch die Kollegen von mir, eine gute Zeit haben, sich wohlfühlen. Das ist das Wichtigste. Das ist wirklich das Wichtigste und ich glaube, den Job haben wir auf jeden Fall erfüllt. Boah, ich freue mich jetzt auf die Autos. Wo sind die, Mann? Verdammte Scheiße. Oh, da hinten steht sogar der Helikopter, Digga. Helikopter wissen wir noch nicht ganz genau, ob das heute noch stattfindet. Wegen schlecht Wetter bzw. recht niedriger Sicht steht das Ganze noch auf der Kippe, ob das heute stattfindet. Eigentlich wollten wir später auch noch gemeinsam Helikopter fliegen. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Ein bisschen langsamer gehen, ja. Die Zeiten sind vorbei, wo ich schleich. Das habe ich höchstens im Baumarkt damals gemacht. Okay, ich sehe die Autos schon. Es wird geil, Alter. Hier ist ja richtig Partymusik, Digga. Abo auch am Start. Was geht, Abo? Da geht's, alles klar. Ja. Hast du Bock? Ja, auf jeden Fall. Bist du Beifahrer oder Fahrer? Ich fahre. Was fährst du? Ich glaube diesen Mansory. Den Lamborghini, den Urus, Mansory? Urus, ja. Mansory. Glaubst du, den crashst du? Ich bin den 1000 PS Tesla gefahren. Ich glaube, der wird nicht so krass wie der 1000 PS. Bist du 1000 PS, der lässt? Ich bin gegangen und dann Das war krank. Und das hat Spaß gemacht? Oder das war so spaßig, dass ich sage, okay, ich würde den privat nicht fahren, weil mir das zu viel ist. So. Aber ohne Motorsound? Ja, kommt nicht so. Ich glaube deswegen, guck mal, ich habe gesagt, auch wenn ich irgendwann mal überreich sein sollte, dann wird das krasseste Auto sein, was ich mir holen würde, ein Urus sein. Und heute fahre ich zum ersten Mal. Der Urus Mansory ist unfassbar krass, Digga. Ich habe schon gehört, der hat 900 PS. Ja. Brutalen Sound, Digga. Ja, okay, Sound ist cool, weil ich bin gespannt. Den Mansory fährst du da vorne, Digga? Nein. Hat 4 Heckspoiler. Boah. Das ist euer Auto, die Damen. Das ist euer Auto, als Cabrio. Nein, das fahren wir. Als Cabrio? Ja, das ist euer Auto hier. Geil. Oh Gott, da bist du. Kommt da doch nochmal die Leidenschaft für Autos bei euch beiden? Ja, ja, also doch. Voll. Also ich würde zu dem Auto nicht Nein sagen, ne? Also ich, ja, warum nicht? Doch. Ist doch schön, oder? Voll. Ja, schon. Okay, das ist dein Auto hier, Abu. Bro. Das ist geisteskrank, das ist krank, das ist ein Monster. Guck dir die Front an, komm her. Hey, was Servus, geht? Fährt auch ohne. Servus, alles na, klar. Wie geht's euch? Alles super. Wieder fleißig am Stream. Ey, du bist eine Maschine, ey. Seit 3 Tagen ballerst du hier durch. Zwei Tage? Ohne übertreiben. Heftig. Guck dir mal von vorne an, Digga. Das ist Urus, dein Vater. Das ist einfach ein Hai, das ist einfach so ein Megashark. Das ist Urus, dein Vater, einfach nur. Das ist das geisteskrank. Das ist ein unfassbar krankes Auto. Ja. Wo? Mansory, also korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Mansory ist ja, was Veredelung von Edelkarossen angeht, schon Top 3 der Welt, oder? Ja, du hast, also Mansory steht ja wirklich für die brutalsten Umbauten. Wenn du so richtig auf die Kacke hauen willst, aber auch so richtig übertreiben willst, ja, wenn du sagen willst, ich will nicht dezent, ich will einfach sagen, bam, das ist mein Auto, dann ballerst du ein Mansory raus. Die sind ja auch mit am hochpreisigsten. Ja, klar. Was kostet er denn? 700. 700 was? 700.000 Euro. Das ganze Auto? Ja, das ganze Auto. Also der 400 Mille wegen dem Umbau? Ja. Ja gut, also sagen wir es mal so, 350 das Auto, 300 der Umbau und 50 für mich. Ich muss ja auch noch was dran machen. Achso, ja, natürlich, ja, klar. Ja, also du hast halt das Vollcarbon-Paket, du hast die 900 PS,
Ja? Du hast die Abgasanlage drin und du siehst ja, ne? Das ist Auto. 900 PS? Du hast 900 PS. Wie viel auf 100? In wie viele Sekunden? Messen. Ich habe es nie gemessen, aber du bist... Ah klar, das Auto kostet 700.000, aber... Das machst du gar nicht deswegen. Das machst du einfach nur, um 900 PS zu haben. Einmal kurz und, wechseln, bitte. Ja. Einen Augenblick, ganz kurz. Und Blickfang zu haben. Ja, Blickfang. Der Sound, wenn du gleich im Auto sitzt, wenn du das Ding hörst, wie der hinten rausrotzt, bum, 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 dann ist es eh vorbei. Dann sagst du, Omid, rechne mal. Echt jetzt? Ja. Wie viel verbraucht er auf 100? Was weiß ich, man, du stellst Fragen. Bruder, das fragt man nicht bei so Autos, was der verbraucht. Was für eine Umweltplakette hat er? Die schlechteste. Ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung, was der verbraucht. Ja, ich habe keine Ahnung, was der für eine Umweltplakette hat. Das geht auch gar nicht darum. Bei so einem Urus, du bist sowieso komplett drüber. Du hast den Hate von allen Umweltschützern und Ökos sowieso auf deiner Seite. Ja, dann, den hat man aber auch in den normalen Urus schon. Ja. Wir wollen ja nochmal eins draufsetzen. Ja. Ja? Okay, gehen wir weiter. Dann gut. Den 6x6, das ist natürlich auch einfach mal eine brutale Ansage, 6x6. Glaube ich, muss man persönlich einmal auch einfach gesehen haben im Real Life. Das ist das ist ein unfassbares Schlachtschiff. Ich habe den öfter schon auf Bildern gesehen, jetzt das zweite Mal im Real Life. Einmal bei der Signature Night bei Brabus haben sie den auch gezeigt. Das ist verrückt. Das ist einfach ein verrücktes Gefährt. Und wo steht mein Auto jetzt, Digga? Wo ist denn jetzt meine Karre, Mann? Okay, das ist... Oh mein Digga! Das ist ein Ford GT Heritage. Also Ford GT kannte ich. Heritage ist eine Special Edition. Liegt so, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, bei einer Mio ungefähr. Ah, ist vertretbar noch. Schnäppchen. Und den werde ich fahren. Zwei Sitzer. Oh mein Gott. Wie viel PS hat das Ding? Wurde das gesagt? Ich glaube, der hat so um die 700 PS. Ja, aber der wiegt so viel wie ich, der wird fliegen mit dir. Ja, ja, ja. Das wird richtig fliegen, das Ding. Du mit 650 PS, Digga. Bist du schon mal so ein Ding gefahren? Nein, noch nie, Digga. Du bist ja nur Huracan gefahren. Ich glaube aber, da ist nochmal ein Unterschied. Wir werden es gleich herausfinden. Was kostet dein Huracan im Vergleich? Mein Huracan hat gekostet, als ich ihn gekauft habe, also ein bisschen Rabatt hat man ja noch bekommen und alles, um die 285.000. Okay. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Marktwert ist. Vor einem halben Jahr habe ich mal geguckt. Da lag er so bei 330.000. Das Ding kostet einmal 700.000 mehr. Sag du mir mal später, ob du die 700.000 Euro gemerkt hast. Ich werde dir später ein Feedback geben, wie, also da merkt man natürlich einen Unterschied mehr, aber wie sehr sich das anders anfühlt zu einem Huracan Performante. Ja, okay. Also ich glaube, wird ein deutlicher Unterschied. Also wird ein Unterschied sein vom Fahrgefühl. Gut. Okay, dann steigt mal in eure Autos ein. Let's go. Weiter geht's zu den anderen Autos. Wir lassen die anderen Leute jetzt einsteigen in die Autos. Gut, kurz und knapp ein Fahrerbriefing, bitte. Also ich brauche kurz alle Fahrer einmal alle um uns Fahrer rum. Hier einmal. Ganz kurz vorab, ja auch nochmal ein herzliches Willkommen seitens der Motorworld hier heute zum Mai-Festival. Wir haben die Ehre mit euch die kleine Ausfahrt zu machen. Wir sind ungefähr eine Stunde unterwegs. Kurz ein paar Parameter, die wir einhalten müssen. Ich bin der Fabi. Ihr kriegt gleich noch eine Nummer von mir. Wenn irgendwas sein sollte, ruft einfach kurz an mit den Fahrzeugen etc. Dann kommt der Heli, oder? Dann kommt der Heli, ja, genau. Und zwar werde ich in dem roten Fahrzeug hier fahren, vorneweg. Die Nadine, meine Kollegin aus dem Marketing, die wird mit dem pinken Auto, mit dem Porsche, das Schlusslicht bilden. Ja. Wir bitten euch, die Fahrzeuge nicht zu überholen. Wir bleiben zusammen in einem geschlossenen Konvoi und halten uns an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Was? Was sagst du denn? Das müssen wir auch jeden hier machen. Das ist der 6x6, total enttäuscht so heute. Super. Genau. Kein ansonsten, von anderen Autos. Alles klar, jeder kennt sein Auto, glaube ich. Wir sprechen nochmal wegen dem Ford GT, dass du ganz kurz gebrieft bist. Ja, was okay. Was nicht. Und dann rechts, sind wir auch eigentlich schon. Rechter Fuß. Ich fahre direkt nach Buxtehude durch. Perfekt. Ja. Alles klar. Gut. Gut, alles klar. Gut. Soweit, jeder kennt sein Fahrzeug. Ja. Wir quatschen gleich nochmal und dann sind wir schon okay, auf der Straße. Okay, lassen erstmal die anderen Kandidaten ins Auto einsteigen. Let's go. Oh mein Gott, die Tür geht hoch. Das ist ein McLaren Spider, right? Wie tief ist das Auto, bitte? Wo ist der Schlüssel? Oh. Okay, gut. So, ich mache die Tür hier zu. Ja. Gut, okay, wir haben die Mädels verpackt. Abo rein in den Mansory. Ah, er fährt, warum? Er hat Angst um sein Auto. Auch. Okay, auch. Ja, dann viel Spaß. So, jetzt gehen wir rüber zum Ford. Erzähl, was hast du mir zu erzählen? Kennst du dich schon ein bisschen aus? Also ich will mal so sagen, ich fahre halt einen Huracan Performante. So. Perfekt, perfekt. Ja. Ist same, same, but different. Du hast hier ein Auto, bist bei ca. 1,2 Millionen, gibt 40 Stück weltweit. Mhm. Ist die Daytona Heritage Edition. Zwecks fahren. Ich würde vorschlagen, wir setzen uns kurz rein, oder? Dann okay, ja, klar. Oh. Hast du dir gerade den Kopf gestoßen? Ich habe das ganz genau gesehen, Digga.
Erzähl, was hast du mir zu erzählen? Ist eng hier drin. Also, einmal der Schlüssel zu deinen Treuen hinten. Ja. Ist ganz normal, Aufzug. Ja. So, du hast hier ein hydraulisches Fahrwerk drin. Dementsprechend, der ist jetzt gerade im Track-Mode abgestellt. Ja. Wenn du an diesem Mode-Rädchen auf der linken Seite drehst, stellen wir den mal kurz auf N. Das ist der Normalmodus. Wenn die Zündung an ist, oder geht das so? Das kannst du auch schon so drehen, wenn die Zündung dann an ist. Ja. Dann startet der normal. Ja. Du hast knapp 600 PS auf der Hinterachse. Mhm. Straßen sind eigentlich jetzt relativ trocken. Vorsichtig fahren, kennst dich aber aus. Aber der hat ja die ganzen Sicherheitssysteme, hat er ja. Also wenn ich jetzt mal trete, dann wäre er vielleicht ein bisschen wackeln, aber nicht direkt komplett ausbrechen. Ganz genau. Wenn du in diesem Normalmodus bist, dann bist du relativ safe. Ich werde nur den Normalmodus fahren. Ich habe Respekt vor solchen Autos und bin nicht so ein der voll durchtritt in einem Auto, was er nicht kennt. Dann bin ich beruhigt. Ja. Alles super. Und zwar, du kannst dir einmal die Zündung, wenn du noch nicht auf der Bremse stehst, aktivieren. Dann wechselst du das Fahrzeug auf. Ja. Und du kannst ihn auch gerne schon mal starten mit Fuß auf der Bremse. Genau. Das Auto wacht kurz auf. Ja. Dann hast du hier dieses Drehrädchen. Ja. Wichtig ist immer auf der Bremse stehen und dann kannst du da dran drehen. Auf hast deinen Drive-Modus und Rückwärtsgang. Ja. Okay. Auf dem M kannst du dann mit den Schaltwippen ganz normal schalten. Ganz wichtig, dann sind wir auch eigentlich gleich fertig. Ist dieser Knopf, das ist ein Liftsystem. Ja. Gerade wenn wir jetzt hier rausfahren, drück ihn einmal kurz, das Fahrwerk geht sehr schnell nach oben. Ja. Einmal drücken und dann wieder, wenn du auf der Straße bist, runter. Okay, auf N, also D ist normal. Genau, das ist ganz da, normal. Da schaltet er selber. Ja. Auf N schalte ich mit den Wippen. Auf N ist neutral. Also kommt er. Und auf M, wenn du hier einmal auf M drückst, dann... Ich lasse ihn auf D. Perfekt. Gut. Wichtig, amerikanisches Auto, das ist so eine Sicherheitsvorkehrung bei denen, du musst immer einmal die Parkbremse selber lösen. Einfach einmal runterdrücken und dann kannst du fahren. Okay. Super. Guck mal, hast du, wenn was ist, ich bin im Roten vor dir. Okay. Alles klar? Viel Spaß. Danke dir. Ich nehme nochmal schnell ein Kreuz von dir, dass ich dich eingewiesen habe ins Fahrzeug, dass du fahren darfst. Wo brauchst du eine Unterschrift? Und zwar hier unten einmal. Genau. Das wird ein Spaß hier mit uns beiden, ne? Ich glaube schon, ja. Ja. Das sieht eigentlich schon aus dem Auto aus. Ja, wir warten jetzt hier. Ich glaube, jetzt sind wir gerade mit dem Bild auf den anderen drauf, ne? Habt ihr jetzt genaue Anweisungen bekommen zum Thema Versicherung? Ja, also wir haben einen Vertrag unterschrieben, durch einen guten Partner versichert auf diesen Fahrzeugen. Da machen wir uns keine Sorge. Der Marcel hat es auch im Griff. Ja. Und wenn was sein sollte, auch dann ist noch alles gut. Geil. Ich gehe mal kurz rüber. Vielen Dank für die Eindrücke. Wir versuchen gerade nämlich, da ist so wenig Platz gerade, dass wir jetzt gerade versuchen, noch den Sitz ein bisschen nach hinten zu schieben, damit die Kamera irgendwie Gelegenheit hat, dann auch Marcel einzufangen. Das klären sie jetzt gerade. Moin, wie ist die Stimmung? Bisschen aufgeregt mit Alexis. Ich war noch nie mit der im Auto. Ne? Nervosität als Freude? Ey, sie fragt gerade, hat das ein toter Winkelassistent? Also nein, die so, oh. Was denkst du, kriege ich das hin? Ich glaube fest dran, ja. Und ich glaube... Heute ist vielleicht ansonsten auch ein Tag, an dem die Versicherung auch mal zahlen müssen. Ich frage nur für einen Freund so. Glaubst du, ich würde doll Ärger bekommen, wenn ich einen Unfall machen würde? Also ich frage jetzt nur für die anderen Fahrer so. Für die frage ich gerade, nicht wegen mir, für die anderen Fahrer. Ja, das ist diese Kollegenfrage, das kenne ich aus dem persönlichen Umfeld. Ich glaube, man würde das schon ein bisschen verzeihen, weil man doch weiß, worauf man sich einlässt, wenn man generell Creator auf solche krassen Karren loslässt. Abu, hi, grüß euch. Schön, dass ihr da seid. Wir machen gerade Verbrüderung. Oh, genau, richtig. Ist das Tradition vor so einer wunderschönen... Er muss ja den bärtigen Araber kennenlernen, ne? Ja, guck mal, ich habe vorhin gemeint, ne, man hatte mir gesagt, ich habe die Option, mit den beiden Mädels zu fahren, ja? Und ich war da so voll darauf eingestellt. Und dann steht dieser gut aussehende junge Mann da, ja, mit noch einem gut aussehenden jungen Mann. Jetzt sind wir drei gut aussehende junge Männer, ja? Aber egal, wir rocken das. Ja, auf jeden Fall. Ich kann da schon Nein sagen. Ja, genau. Euer Ausblick dann wahrscheinlich in diesem Autokorso ein bisschen höher als bei den anderen. Ja. Sommerlicher Look auf jeden Fall auch gegeben, wenn ihr die Scheiben weiter auch unten lässt und natürlich eine schöne Klimaanlage habt ihr mit dabei. Die Arme raus, ja. Also 675 LT auch, ne? Das sind wahnsinnig nicht stabile Autos. Ja, also so Gewährleistung für den Händler, Horror. Aber hier, wir haben 900 PS unter der Haube, ja, 24 Zoll Räder drauf und die Abgasanlage. Magst du mal treten? Ja, komm, klar, gerne. Tritt mal rein und wir gehen nach hinten. Es hört sich sehr, sehr schön an. Krass, oder? Du musst es beim Feiern, beim Fahren feierst du das so richtig, weil das Auto feuert dich so richtig an. Tritt mich, gib mir. Mein Lieblingsgeräusch ist dieses Blubbern. Ja, da hinten raus. Runterbremst und dann macht das so. Das ist wunderschön. Machen wir gleich die ganze Zeit. Ehrlich jetzt? Ja. Okay, da bin ich gespannt. Hier so ein bisschen Schnickschnack. Wir sehen hier die Motorraumverkleidung Mansory. Ist das Carbon? Ja. Ja, und genau, ich bin sehr gespannt auch auf das Sitzkomfortgefühl bei dir. Zack. Zack. Bei mir ist das Ding immer, wenn diese Sportsitze so eng sind,
dann guckt bei mir meistens immer so etwas so ein bisschen noch raus. Checkst du? Aber gut, das weich ist. Es gibt Autos, da sind diese Dinger hier hart, da so Draht drin. Ich kann da nicht da drin, da muss ich hier so gefühlt so sitzen. Aber das geht eigentlich fit, muss ich sagen. Vom Platz her. Also sieht auch von außen entspannt aus. Ja, auf jeden Fall. Unser Kameramann hier steigt jetzt in den Urus ein und bei Monte ist auch schon der Kameramann mit drin. Wir schauen da mal rüber. So, ich sitze jetzt hier im Ford GT Daytona Heritage. Einer von 40 Stück weltweit. Schlappe 1,2 Millionen. Hier haben wir Technik und Kamera. Da hinten stehen die anderen, die mitfahren im Mansory Urus, im McLaren, im Mercedes 6x6. Der Porsche fährt noch mit. Ist es ein Porsche? Ja, Mercedes ist das, sorry, mein Fehler. AMG, ja, morgen steht dick drauf. Ja, jetzt warten wir hier mit Publikum und jetzt machen wir eine Tour durch München, Digga. Das wird richtig geil. Warte mal. Ja, Digga. Ich bin ready to rumble, Digga. Wir sind jetzt hier schon ready und jetzt. Die nächsten, die einsteigen, da ist einmal die Anna. Du fährst jetzt mit dem 6x6? Ja, genau. Okay. Hast du Lust? Ja, mega Bock. Bist du schon mal mit so einem dicken Ding gefahren? Nee. Ich bin diese Autoklasse nicht gewöhnt. Ach so, ja, okay. Von der Größe schon halt beeindruckend auf jeden Fall. Mächtig. Fährst mit Mauri zusammen, richtig? Ja, genau. Brabus. Die Gitter vor den Scheinwerfern sehen echt wunderschön aus. So, zeig mal her. Okay, dann ist das letzte Auto jetzt auch ready. Was cool ist auch, du kannst dir gefühlt nie die Felgen zerkratzen, ne? Ja, du kannst den Reifenluftdruck von innen auf- und abpumpen. Wenn du in der Wüste bist, dann brauchst du ein bisschen weniger Druck. Das du ist kannst... Geil. Du musst dann aussteigen und musst irgendwie da drehen und Luftdruck ablassen. Du drückst aufs Knöpfchen, wutsch. Breitere Auflagefläche und kommst durch den Sand durch. Sobald wir drinnen sind, das heißt jetzt nur noch ich mit rein und dann geht's los. Viel Spaß euch bei der Fahrt. Gut, geht los. Ja, jetzt geht's endlich los. Ja, Utski, Digga, jetzt sind wir on the road again. Boah, Digga, bist du auch nervös ein bisschen oder hältst du den Grenzen? Ich hab auf jeden Fall Bock. Hupen, bitte! Lustig, Junge! Mit Hupen, Alter, was soll die Scheiße? Ganze Zeit rufen, hup, 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 hup. Yeah, ja. Oh, das Bremsen ist gewöhnungsbedürftig, Digga, dass der Fuß so weit auf der rechten Seite sein muss. Das ist gerade diese Situation, die ich auch oft in Albträumen habe. Ich fahre Auto und kann nicht bremsen, Digga. Monte drück, sagen die vor mir, sind 5 Meter Platz, Digga. Das Einzige, was ich drücke, ist, wenn ich auf Toilette bin. Monte, du bist der Beste! Danke, Jungs. Ich bin hochgradig angespannt, wie man eventuell an meiner nicht redenden Art merkt. Moin, mein Aktiver! Die hängt da hinter dem Busch, Digga. Okay, ja. Die Zeit ist da, ne? Ja, easy, alles gut. Also ich muss ehrlich sagen, das hat einen richtig geilen Vibe mit allen jetzt so zu cruisen, Digga. Okay. Weißt du, was auch voll dumm ist? Ich war so aufgeregt, Digga. Ich habe die ganze Zeit versucht, mit dem linken Fuß zu bremsen. Ne? Aber es ist ja automatisch. Ich kann ja mit einem Fuß Gas und bremsen. Es ist so dumm. Ich habe die ganze Zeit auf Kraft mit dem linken Bein versucht zu bremsen, obwohl ich eigentlich mit meinem rechten Bein einfach bremsen und Gas geben kann. Also vollkommen fernab. Da hat das Alzheimer wieder so krass reingekickt, Digga. Guck mal, ich habe die ganze Zeit, so wollte ich auf Krampf, aber ich kann ja einfach mit einem Fuß die ganze Zeit hin und her koordinieren. Und ich hole sogar noch den Typen, der mich eingewiesen hat und sage, Digga, das ist aber ganz schön, also wirklich. So, also, ja, aber da merkt man mal, ich bin auch nur Mensch aus Fleisch und Blut, habe ich ja auch immer gesagt, ich bin einfach auch mal aufgeregt, ne? Ich glaube, das kann man nachvollziehen, oder? Also, das Auto gehört mir nicht, es ist extrem limitiert, es ist unfassbar teuer und ich fahre es das erste Mal. Also, da musst du mit Respekt rangehen. Klar, gibt man auch mal kurz Gas, so ist es nicht, aber mein Lamborghini, den ich mittlerweile ja schon ein bisschen länger habe, fahre ich natürlich anders als das Auto, was ich das allererste Mal fahre. Ne? Nicht überholen war die Anweisung. Ach so, wegen der Kamera. Yeah. Boah, der
Alter, vom U ist der Sound, Digga. Alter, hörst du das, wie der Turbo pfeift, Digga? Holy, das habe ich ja noch nie gehört. Digga! Ist das ein Traum? Ich bin natürlich konzentriert und werde jetzt hier nicht ein Live-Commentary machen. Wenn Emotionen da sind, dann werde ich die natürlich mitteilen. Ist das pervers. Oh. Das macht gerade richtig Spaß, sage ich euch ehrlich. Ich weiß nicht, wie der Sound beim Livestream-Chat rüberkommt. Und ich weiß auch nicht, ich bin wie gesagt kein Autoexperte, aber das Pfeifen, ich weiß nicht, ob das das Luftfahrwerk ist, was die ganze Zeit pfeift, weil das kommt aus dem vorderen Bereich und der Motor ist ja eigentlich hinten. Aber ich bin auch kein autonahe Experte, aber die Soundkulisse an für sich. Das ist schon großes Kino. Ja, ich werde einmal rechts rüberfahren und die anderen aufschließen lassen. Der Rote gibt sogar Gas, Digga. Und die Vorgabe war, dem Roten hinterherfahren. Die Klimaanlage. Moment. So. Jetzt sollte eventuell, kommt hier eine Erfrischung, ne? Oh, die Polizei zieht hier jemanden raus, auf entspannter Rino. Geil, Digga. So macht das Spaß, Alter. Du hast das Pfeifen aber auch, ne? Ja. Was glaubst du, was das ist? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Warte mal, ich will einmal hier den Sound. Sei mal da, hin, mach mal. Digga. Sehr schönes Auto. Wir haben aber den McLaren, ich glaube, wir haben die Frauen und den 6x6 verloren. Das ist Leben, Digga. Das ist Leben mit den Autos, ehrlich. Den finde ich schon hochgradig geil, Digga. Das ist schon, da sind die Mädels sind aufgeschlossen hinter uns. Du, ihr. Ist das ein perverses Auto? Das macht schon richtig Spaß, Digga. Das ist mein persönliches Highlight bis jetzt von dem Mile-Event. Weil klar, man geht dahin, um Autos zu gucken und das ist auch vollkommen gerechtfertigt und macht Spaß. Aber die Autos zu fahren, die Autos zu fahren, das ist natürlich der feuchte Traum dann am Ende. Ne? Ja, Freunde, und für knapp 1,2 Millionen könnt ihr diesen Spaß auch haben. Wir machen einfach Autohändler. Montana Autohändler, stets zu Diensten. Und ich muss auch sagen, die Münchner Autobahn gefällt mir gut. Keine dicken Schlaglöcher bis jetzt gehabt, glatte Strecke, so muss das sein. Das ist ein sehr schönes Erlebnis. Und ihr wisst, ich bin immer relativ, will ich sagen, emotionslos, aber so richtig viele Gefühle zulassen, zeigen, ist immer schwierig. Aber bei Autos, Digga, aber die Lenkung und alles, das fühlt sich schon... Fühlt sich schon auf jeden Fall härter an, ja? So, hinter dem Urus direkt den 675er LT Spider mit Alena und Alexis drinne. Dann kommt auch schon der 6x6 mit Mauri und Anna Grazianis und Sitzmann, genau, richtig. Der Besitzer des Fahrzeugs.
Aber wir müssen auch schon zur Tankstelle, weil die Dinger verbrauchen auch so viel, dass wir direkt schon wieder tanken müssen. Ja, wir haben ordentlich Tank verballert. Wir haben locker 40 Liter verbraucht, ey. Voll Tank. Übrigens, wir sind ja im Stream. Glückwunsch, Bruder, hast dir gegönnt. Urus Danke. Für 700.000 gekauft. Ja, ich habe gesagt, nach der Probefahrt werde ich, denke ich, auch den Handschlag drauf geben. Ja, oder? Also so in den Kommentaren, macht kein böses Auge. War zwar ein Spontankauf. Abo hat gegönnt. Ja, Volltank mache ich jetzt noch auf meinen Nacken. ADAC-Kaufvertrag raus, mache ich dir auf Motorhaube. Ja, Haftpflicht, Vollkasko, Teilkasko? Haftpflicht reicht. Hast du Führerschein in Deutschland gemacht? Nee, aber ich habe einen Führerschein. Hast du einen? Ja, ja. Ich habe keinen. Du hast keinen? Ich habe Autos, das reicht doch, oder? Aber hat man gemerkt am Fahrstil. Wird aber auch überbewertet, so ein Führerschein, finde ich. Ja, ist ja nur so ein Plastikstück. Ja, das entscheidet ja nicht, oder? Muss nicht sein. Ja. Ey, aber super, dass das Wetter heute noch so mitspielt, dass wir noch diese geile Fahrt machen konnten. Und das heißt, wahrscheinlich werden wir auch später dann Helikopter fahren noch. Fliegen. Okay. Weil eigentlich haben die gesagt, wenn das Wetter nicht besser wird, werden wir nicht fliegen. Aber das Wetter, super. Ach, das ist ja noch ein Auto. Ja, ein bisschen am Quietschen. Immer am Quietschen. Ah, die haben sich da vorne hingestellt. Oh, okay. Du siehst 10 Jahre jünger aus, Bruder. Danke. Aber mit 31 endlich Urus gegönnt. Maschallah, ey. Maschallah. Gönn ich dir. Danke für den Kauf. Und jetzt nochmal den Spider einfangen. Der war nämlich wirklich der Schlüssel. Also der sieht wirklich schön aus. Ich stehe nicht so krass auf Sportwagen, aber der sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Wie nennt man dieses Grün? Ist das so Bundeswehrgrün? Das ist so ein Militärgrün. Militärgrün. Also die Farbe ist super. Und auch das McLaren-Logo, ne? Guck mal, auch sogar das Logo ist in Carbon. Das ist schon ein heftiger Wagen. Einer der beliebtesten McLaren. Geisteskrank. Das war Emotion pur, ne? Das war schon krass. Hast du schon mal so ein schnelles Auto gefahren? Nee, noch nie. Was ich gemerkt habe, ist, der ist sehr windempfindlich, ne? Was ist mit euren Haaren beim Fahren gewesen? Wart ihr schon gestresst, oder? Also, schade, dass man nicht beim Fahren das Cabrio schließen kann. Ja. Weißt du, das kannst du ja nur machen, wenn du stehst. Ja, wenn du rollst, bei niedriger Geschwindigkeit kannst du das machen, aber da musst du halt 20 fahren oder so. Auf der Autobahn geht's nicht. Ist nicht das gut. Das ist dann der Horror für die Haare, ne? Und wenn wir Monte hinterher fahren, können wir eh nicht 20 fahren. Monte ballert ja mit 200 durch. Wir wollten Kolonne fahren, wir haben einfach alle verloren. Ja, das wollte ich euch sagen. Alle weg. Wir fahren euch hinterher. Dem Roten hinterher fahren, das habe ich gemacht. Du warst viel zu schnell. Aber warte mal, wer war dann vor uns? Wie? Der Rote war vor uns. Der Rote, dem soll ich hinterherfahren. Den habe ich aber oft hinter dir gesehen. Nein, nicht einmal. Echt jetzt? Nein, nicht einmal. Sehr, sehr, sehr cool. Aber also, und ich merke halt, du brauchst durchgehend die Kontrolle beim Fahren. Du musst durchgehend fokussiert sein. Es ist nicht so, wie wenn du... Beim Autofahren? Was ist das denn für eine... Was meinst du mit, du musst durchgehend konzentriert sein beim Autofahren? Verstehe ich nicht. Aber du weißt, wie ich das meine. Mit einem Mercedes, du hast die ganze Zeit so einen Assistent, der dich immer warnt beim Spurwechseln. Und hier musst du wirklich die ganze Zeit selber nachdenken. Ich check, was du meinst, klar. Und man hat auch mehr Respekt davor, weil du bist viel mehr auf dich gestellt. Du hast weniger Technik, ne, mit hier kein Totwinkelassistent, vorne Sensoren, ich weiß nicht, ob der das hat, das sieht auch schon also recht bescheiden aus, was die Technik angeht. Das stimmt, 100%. Ja. Wie fandest du das, Alena? Windig. Aber geil, war geil. Da unten ist eine Plakette. Zeig mal her. Also 500 Autos weltweit von diesem Ding gibt es. In auch der gleichen Farbe. Nee, verschiedene Konfigurationen. Ach so, allgemein das Auto so 500 Mal. Also wenn McLaren draufschreibt, ne, es gibt 500 Stück, dann ist das die Wahrheit. Wenn Aston Martin zum Beispiel draufsteht, einer von 73, heißt es, die haben nicht mehr als 73 verkauft bekommen. Nein, Spaß. Marketing-Move. Da ist ein Feuerlöscher im Auto. Haben die den jetzt extra, weil Alexis mit dem Ding gefahren ist, reingepackt? Oder ist er, also ich weiß es ja nicht. Weil du so heißt es, meinst du? Nee, weil wegen... Rudi, du bist echt nicht so gut im Klären, ne? Ich will nicht klären. Das Wetter ist schön, ne? Sonne, reden wir über Wetter? Ja, so, Wetter wird gut. Ja. Ja, jetzt fühle ich mich irgendwie so unwohl gerade. Ihr auch? Wieso, wegen deiner Jacke? Ist so warm? Nee, so die ganze Situation hat mich jetzt so verlegen gemacht. Ach so, nein. Egal, wir gucken uns andere Autos an. Du bist wie ein König in diesem 6x6 gesessen. Überall drüber, das war saugemütlich. Hatten ja auch eine gemütliche Fahrerin vor der Nase. Wir haben euch kurzzeitig mal gar nicht mehr gesehen. Irgendein McLaren hat die linke Spur komplett blockiert. Nicht der hier? Nee, auf gar keinen Fall der hier. Oh, ich glaube, er meint die. Lass den nicht an. Anna, wie war die Fahrt? Die war heftig. Ja, war gut. Ja, ja, du bist der König, weil alle Autos vor uns waren ja niedriger und wir hatten die komplette Übersicht über alle. Weißt du, was das Coole ist? Hättet ihr einen Bus neben euch gehabt, dann hättest du gesehen, im Bus sitzt man ja so hoch. Die wären so fast gleich auf mit euch. Das, auf jeden das Fall. Ich, cool, mich, ja. ich dachte kurz, ich bin der Busfahrer. Weiß ich nicht. Fährst du den gleichen Wagen wieder zurück? Ja, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht? Ja. Du hast mir gesagt, danach sagst du mir, ob die 1 Million wert sind für den Wagen oder die 700.000 mehr wert, ob du sie spürst im Gegensatz zu deinem Lambo. Ja.
Merkst du die? Willst du jetzt schon ein Fazit, oder was? Kannst du ihn schon geben? Also erstmal, jetzt war ich hier, ich bin JP Performance. nein, also wenn ich jetzt ein Fazit fassen müsste, also erstmal ist das ein V8 und der Huracan ist ein V10. Also rein von der Soundkulisse ist eine andere Kulisse schon mal. Ja. Aber es ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich will nicht sagen, mein Performante ist der Tag. Und das ist die Nacht. Und im Umkehrschluss würde ich das auch nicht sagen, aber man merkt, also es ist halt Ford und Lamborghini, aber es macht schon unfassbar viel Spaß. Was ich hinten krass fand, als du gebremst hast, hat er seinen Spoiler hochgeklappt. Da hast du diese Airbrake. Hat er einen Frauenwurf gemacht, oder was? Nee, er hat diese Heckspoiler ist einfach hochgeklappt, ja, damit er die Luft bremst irgendwie. Merkst du, Simon, ist eine ganz einfache Frage, okay, eigentlich. Du hast zwei Auswahlen, du bist Milliardär, okay. Du hast jetzt eine Entscheidung zwischen dem Ford, den du gerade gefahren bist, und deinem Huracan. 1 Million Euro und 300.000 Euro. Welchen würdest du dir kaufen? Den Ford. Weil er teurer ist oder weil er geiler ist zum Fahren? Und so? Ich muss gestehen, die Soundkulisse, der wie der Turbo gepfiffen hat, das war schon geiler. Wäre aber auch andererseits traurig, wenn ich in ein Auto für 300.000 steige und in ein Auto für 1,2 Millionen und keinen Unterschied merke im steigernden Sinne. Jetzt ist aber die Frage, warum kostet eine Million? Uhren kosten ja auch nicht immer 100.000, weil die Uhr 100.000 wert hat. Sagte der mit der Richard Mille. Das ist keine Richard Mille. Ach, die hast du heute zu Hause. Das ist eine Sportuhr. Ja. Nee, aber ist ja so. Ist ja, guck mal, meine Uhr. Ja. Ja, komm. Ja. Nein, das sind 10 Stück. Ich will noch, dass du zurückfahren kannst. Nee, aber du weißt, das ist ja auch dieser Wert, weil nicht so viele gebaut wurden davon, richtig, wahrscheinlich. Richtig, ja. Nicht, weil der wirklich so teuer zum Produzieren war. Ja, mag sein, aber also, der hat schon emotional abgeholt. Aber ich bin ja wie ein kleines Kind, was gerade im Spieleparadies alleine gelassen worden ist von seiner Mami. Ist ja klar, dass ich voll euphorisch bin. Ja, ja, okay. Ne? Ja, gut, okay. Also, guck mal, mein volles Vertrauen, ja? Okay, Bruder. Alles klar. Ich hab sie noch gekauft. Ja, ach so, stimmt ja. Kein Auge machen, ne? So, also, komm. Das ist der Beweis, dass Abo den gekauft hat. Genau. Was geht, Leute? Wir sind wieder on the road again. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein unfassbares Highlight. Auch danke an München. Die Menschen sind sehr nett. Danke an München für das gute Wetter. Das ganze Wochenende war Regen angesagt, Unwetter. Und wir werden einfach belohnt mit super warm und Sonnenscheinwetter, das macht richtig Spaß. Stellt euch vor, diese ganzen Sachen, die wir jetzt gemacht haben und machen, wären beim schlechten Wetter gewesen. Das hätte auch funktioniert, wäre aber nur halb so geil gewesen. Ja, und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Moment, an den ich mich irgendwann zurückerinnern werde. Weil da muss ich auch einfach nochmal einen kleinen sentimentalen. Wir sind jetzt schon so lange auf YouTube, wir sind schon so lange auf Twitch. Und all das haben wir uns gemeinsam aufgebaut, indem ihr aktiv am Start seid, Bock auf den Kram habt. All das, was hier jetzt passiert, wäre nicht möglich, wenn ihr nicht die ganzen Jahre treu an meiner Seite gewesen wärt und mir vertraut hättet und drauf geschissen habt, was andere Leute über einen reden, böse Zungen, die Leute gerne sehen, wie sie im Erfolg schwimmen und aufsteigen, aber sie sehen noch lieber, wenn man ganz oben an der Spitze ist, wie man wieder fällt. Ne? Denn es gibt ja nicht umsonst das Sprichwort, wer hoch fliegt, der fällt tief. Das haben Leute bei mir versucht, die haben Auge gelegt, haben Unwahrheiten geredet und bin immer noch da. Ich werde auch nicht so schnell verschwinden. In dem Sinne genießen wir diesen wunderschönen Ford GT und spam alle ein dickes Monte L in den Chat. Weil ihr seid die Geilsten und in Kombination mit mir sind wir die Geilsten. Versteht ihr? Ich sag dir ehrlich, Digga, so ein Roadtrip über mehrere Tage in solchen Autos durch Deutschland, Europa, hätte auch was, ne? Sehr schöne Erfahrung hier. Und wir haben auch nochmal sichergestellt, das, was mich die ganze Zeit so flasht, ist der V8-Sound, der V8 Biturbo, der hier in einer Tour, wenn man Stoff gibt, pfeift und piepst und das hört sich sehr, sehr geil an, Digga. Also das habe ich in dem V10 Huracan nicht und auch nicht, also das letzte Mal, dass ich ein bisschen was in diese Richtung gehört habe, war damals mein allererster AMG, den ich mir geholt habe, den CLS 63 AMG.
Der hat ja auch einen V8 B-Turbo. Digga, film mal nach vorne. Ich sag, wie findest du das? Der McLaren ist in der Reihe hier mit der günstigste, mit so 250, 300.000 Euro. Digga. Und ich sehe schon die Kommentare. Da soll noch einer sagen, Geld macht nicht glücklich. Ja, ihr habt recht. In gewissen Momenten oder in gewissen mehr Momenten macht Geld unfassbar glücklich, ja. Bleibst du immer noch dabei? Du würdest dir den 6x6 holen? Ja, auf jeden Fall. Ja? Warum? Ich weiß, ich finde es so geil mit den also 6 Rädern einfach, dieses Massive, das mag ich, ich weiß nicht, ist einfach geil. Mhm. Aber ist der unpraktischste auf jeden Fall, ne? Ja, auf jeden Fall, aber naja, du kannst viel laden. Die Frage ist bloß, wo du ihn parken kannst. Ja, okay. Ja. Aber stelle ich mir ehrlicherweise richtig cool vor. Stell dir vor, du hast so eine Freundesgruppe oder eine Clique oder ein Club, kann ja auch sein, in dem du bist, so ein Sports-Car-Club, wo du dich dann wirklich bei schönem Wetter auf dem Sonntag mit einem Käsebrötchen in der Hand halt machst an schönen Seen und so. Ich glaube, das ist schon, Autos sind schon was Schönes. Autos sind schon so unfassbar schön, Digga. Ja. Boah, Digga. Also gegen den macht niemand hier was. Gegen den Benzery macht soundtechnisch hier keiner was, Digga. Der ist wirklich soundtechnisch eine unfassbare Wucht. Es ist geil auch, dass wir cruisen. Weil Autos sind natürlich auch zum Schnellfahren gemacht. Auch so ein Ford GT ist natürlich auch zum Schnellfahren gemacht. Aber ich finde, auch mit solchen Autos kann man richtig geil cruisen, Digga. Meine schönste Fahrt, die ich jemals hatte, war mit dem Huracan Performante. Als ich Stunden nur in Landstraßen gefahren bin, da war die Autobahn gesperrt, da bin ich nur über Landstraße gefahren, da war auch gutes Wetter, konnte das Fenster runtermachen und bin ich mit meinen 100, 120 über die Landstraßen gefahren und das hatte so einen chilligen Vibe, Digga. Schon sehr cool. Schon sehr, sehr cool, was wir hier gerade machen, Mann. Ah, Abu fährt. Könnte schlechter sein. Ja. Jetzt hier kommt dein der ist schon mächtig auf der Straße, oder? Der schiebt ja wirklich alles beiseite. Oh, Digga, wie lang der auch ist hier. Wenn man jetzt so ein bisschen dichter ranfährt, ne, dann realisiert man erstmal, wie lang das Ding ist. Damit mal am Ilsebach eine Runde rumcruisen durch den Wald, Alter, sehe ich mich aber auch. Er ist schon mächtig, Digga. Alleine nur die beiden Reifen jetzt hier so neben einzusehen, ne? Geil. Geil. Das Lenkrad fühlt sich auch geil an. Habe ich auch so noch nicht gehabt. So dieses abgekantete. Fühlt sich echt schön an. Ich glaube, was ich noch mal ganz kurz machen werde, ist mal auf manuell. Oh ja, ich hab's mir fast gedacht, ja. Also den einzigen Wagen, den ich selber immer manuell fahre, ist den Huracan Performante. Und ich habe mich jetzt ein bisschen mit dem Wagen vertraut gemacht und auch dieser Wagen wird ein komplett anderes Feeling bis Gefühl vermitteln, wenn du ihn manuell fährst. Mann, hier ist unbegrenzt, verdammt, aber die Autobahn ist viel zu voll. Da machst du nichts. Wir fahren ja hier ordnungsgemäß. Muss mich einmal ein bisschen kurz absacken lassen. Das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Ja, ziemlich geil. Die Geräuschkulisse, die der Wagen gibt, ist
sehr geil, sehr, sehr geil. Ich kenne das ja vom Huracan, dass der Motor direkt hinter mir ist. Der gibt mir auch unfassbar geiles Feedback. Aber mit dem V8 B-Turbo hier drin ist nochmal eine ganz andere, ungewohnte Soundkulisse. Sehr geil. Die haben auch ein Good Life da vorne, ne? Ganzen Tag nur an Handtaschen denken und jetzt mit McLaren durch München fahren. Und die Haare machen so einen Breakdance. Aber ich werde meine Meinung nicht ändern, der McLaren ist von allen Autos hier der schönste. In der Farbkonstellation. Hier rechts haben wir das schönste Stadion der Welt, die Allianz Arena. Unfassbar schön. Wenn die abends erleuchtet in Farben, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Stadion. Einer der schönsten Stadien von der Optik. Und danke, lieber Wettergott, wenn es dich gibt, dass du uns dieses geile Wetter bescherst, wirklich. Wie geil ist das, bei diesem wunderschönen Wetter durch die Hood zu cruisen? Oder durch die Münchner Hood, besser gesagt, ne? Also, richtig geil, dass man das hier heute machen kann und erleben kann. Du warst ja gestern auch dabei, das ist schon heute ein Highlight hier, oder? Sei ehrlich. Das ist richtig geil. Helikopter eventuell noch, ne? Helikopter, wenn das Wetter jetzt so gut bleibt. Guck ihn dir an. Guck mal. Er sitzt da in seinem Campingstuhl, Digga. So geil. Komm mal rüber. Danke, Jungs. Danke, danke. Nur das Beste für euch, Jungs. Haben nicht gehört, Digga. Geil, Digga. Es hat richtig Spaß gemacht. Bin echt fast schon traurig, dass das zu Ende ist, Digga. Die kleinen Kartknipser erwarten uns schon wieder. Hä? Was geht, Jungs? Moin. Was geht? Was geht, Jungs? Moin. Das hat richtig Laune gemacht. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht, Digga. Aber richtigen Spaß, Mann. Richtig kranker Shit. Wir haben alles heil überstanden. Keine Autos wurden beschädigt. In erster Linie keine Menschen wurden verletzt. Wir haben aber auch aufgepasst. Nur da Gas gegeben, wo man Gas geben durfte. Bei unbegrenzt natürlich. Was soll ich sagen? Krasses Fahrfeeling, ob als Beifahrer oder als Fahrer. Geisteskranke Autos, das ist nichts, was man alle Tage sieht. Deswegen sind die ja hier auch auf dieser Messe hier zu sehen. Wir fahren jetzt, glaube ich, los. Zum Heli, habe ich gehört. Ja, also geflogen sind wir gerade. Mansory und jetzt Heli. Und jetzt mit Heli, ja. Bei dir. Was machst du danach? Das weiß ich gar nicht. Aber das werden die mir sagen. Gleich Heli, gleich Heli. Gleich Heli fliegen, ja. Du bist gerade geflogen. Wie meinst du? Jetzt in dem Auto? Ja. Also, ich will euch mal eine kleine Anekdote erzählen, okay? Wir kommen am Privatflughafen Hamburg an. Ich, mein Geschäftspartner, wir sind mit dem Privatflugzeug von Hamburg nach München geflogen. Wir kommen an und Abu schon so. Und ich denke mir erstmal nichts dabei. Ich sag so, Abu, geht's dir gut? Hast du nicht so viel geschlafen? Bist du müde? Naja, ja, ich habe heute Nacht nicht so viel geschlafen. Wir haben noch Game of Thrones geguckt und so. Ich sag, okay, das war so für mich die Erklärung, warum er so Eindruck gemacht hat. Aber ich merke, je näher wir dem Flugzeug gehen, desto mehr schiebt er. Und dann am Ende hat sich rausgestellt, du hast übelst viel Flugangst gehabt. Nee, also guck mal, ich muss auch so sagen, wir fliegen ja morgen eigentlich um 12 Uhr wieder los. Ja. Ich fahre doch heute um 6 Uhr nachts mit den Jungs schon los. Ernsthaft? Mit dem Auto. Ja. Das ist eine Mimose, Digga. Nee, ich wollte mit den Jungs noch ein bisschen Zeit verbringen. Ja, ja, klar, natürlich. Also, Digga, ich sag dir ehrlich, diese Privatjet ist respektlos. Wir sind so geflogen. Ja, sind halt ein paar kleine Turbulenzen, ist doch nichts. Wir durften nicht landen, wir mussten noch eine halbe Stunde länger in der Luft bleiben. Und wie war Onkel Monte im Flugzeug? Der hat sich an mir festgehalten. Das ist so eine Dreistung. Nee. Sei du ehrlich. Hast so gemacht die ganze Zeit. Nee. Schnack nicht. Egal. Schwör auf. Alles, was hier heilig ist, das so war? Wallah, als ich ihn gesehen habe, ich dachte mir, wie kann der keine Angst haben, der Typ? Ja, genau. Er hat die ganze Zeit so gechillt mit Händen, Kopfhörer. Das Flugzeug macht so, ihn juckt gar nichts. Ich denke mir, alles klar. Aber okay. Egal, Helikopter ist auch krass, glaube ich. Ja, ja, Heli ist geil. Heli ist sehr geil. Fliegen wir mit dem schwarzen oder mit dem roten? Ich weiß nicht, mit dem roten, denke ich, ja. Der schwarze steht hier nur zur Show. Airbus? Ja, ja. Die bauen auch Helis. Gut, ich mach kurz ein paar Sachen. Okay, gut, Monty macht ein paar Sachen. Ja, also was ich auch lustig fand, ich habe jetzt erst gecheckt, was das hier für ein Auto ist. Da soll einfach ein Schwein sein. Rüssel, Hals, Schulter,
Hirn. Das ist, wie man da drauf kommt, weiß ich nicht, aber das ist echt lustig. Das krasseste Auto für mich in der ganzen Kolonne, sage ich ehrlich, einfach war dieser Urus Mensuri. Absoluter Favorit. Ihr könnt ja mal gerne in den Chat schreiben, was euer Favorite wäre in dieser Kolonne. In welches Auto würdet ihr steigen wollen und mitfahren wollen, wenn ihr jetzt hier in dieser Kolonne wärt? Machen wir uns jetzt bereit. Wir steigen jetzt ins Auto, fahren zum Heli und werden dann eine Runde fliegen. Alle sind bereit, das Auto steht bereit. Dann gehen wir jetzt los. Alle ready? Monty ready? Ja. Wir fahren jetzt mit dem Brabus rüber zum Helikopter und fliegen eine Runde mit dem Heli. Genau, ich habe vergessen zu sagen, dass wir mit dem Brabus rüberfahren. Ja, ist ja schon wichtig zu erwähnen. Das ist schon wichtig zu erwähnen. Wo steht denn der Brabus? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das werden wir gleich sehen. Ey, so geil, dass das Wetter heute noch mitgespielt hat. Safe, hab weil wir haben heute gesagt, vielleicht wird es mit Heli nichts, ne? Ja, ich weiß, ja. Ich habe auch mehrfach gerade im Stream auch gesagt, wie dankbar ich München dafür bin, dass sie uns gutes Wetter beschert haben, ne? Das Wetter, das Wochenende war vorhergesagt Regen, Schauer, Gewitter. Aber nonstop. Und wir haben gestern und heute Sonnenschein. Das ist einfach geil. Vom Aussehen her, Monty, welches in der Kolonne war das schönste Auto? Schön. Das schönste Auto in der Kolonne war der McLaren. Ehrlich jetzt? Ja. Muss sagen, ich und fand bei dem Preis hast du dir auch, glaube ich, was anderes noch gedacht, oder? Ja, aber ich fand den Spider am schönsten. Dieses dunkle Camouflage-Grün fand ich sehr geil. Sehr, sehr geil. Hat mir am besten gefallen. So, okay, let's go. Ach so, ja, da, ja gut. Ja, genau. Geh zu Haller zu den Dings, ja. Da, ich komm. Das ist krass. Das ist standesgemäß. Damit wurdest du vom Flughafen abgeholt? Ja. Das ist mein Auto für die Zeit, wo ich hier bin. Hat Brabus zur Verfügung gestellt. Beste Grüße gehen nochmal raus an Brabus, das gesamte Team und an Konstantin. Das ist mein Auto für hin und her fahren. Ja, das ist auch erstmal okay für den Übergang. Ja, ich finde auch, dass da haben sie sich wahrscheinlich nicht lumpen lassen. Ich sitze hier besser als bei mir zu Hause auf der Couch. Ja, es ist wirklich so, ja. Heli ist schon, also ich bin da, du hast es ja auch mitbekommen, als wir privat jetzt geflogen sind oder allgemein, wenn wir mal geflogen sind, ich bin beim Fliegen wirklich entspannt. Weil, ich habe es ja schon gesagt, wenn es dann soweit sein soll, dann ist es halt so. Das sowieso. Bei mir ist es aber auch nicht unbedingt Flugangst. Es ist einfach nur, weil, guck mal, ich wollte Fallschirm springen, ging leider nicht, ich musste den Schein machen, wollte ich machen, die haben gesagt maximal 120 Kilo. Mhm. So, durfte ich nicht machen. Ich weiß. Ich wollte Bungee-Jumping, durfte ich auch nicht machen. Es ist nicht mal diese Flugangst, es ist irgendwie so ein Unwohlgefühl, ich hasse es einfach in der Luft zu sein. Bist du schon mal mit einem Schiff geschwommen, gefahren? Mit einem Schiff? Ja, groß, aber auf offener See. Ja, ich meine richtig, ne, so über Pazifik und Indische Ozean und so. Nee, habe ich mal ein paar Rückenkraulen gemacht. So. Haben wir uns verfahren? Ein bisschen. Egal, der Weg ist 100 Meter, Digga. Und wenn du jetzt beispielsweise nochmal die Möglichkeit hast, würdest du nochmal springen? Ich würde nochmal Fallschirm springen, ja, aber nicht in den Umständen, unter den Umständen mit Lederhose und bei minus 2 Grad. Es war im Winter. Es war kalt. Oh, krass. Ja, ja. Seid ihr durch Wolken auch gesprungen? Das heißt, ihr habt eine Zeit lang gar nichts gesehen? Ja, und das war auch gerade die Zeit, wo PUBG, kennst du doch PUBG, das Spiel? Ja, ja, klar. Ja, was ist das für ein Spiel? Da springt man auch mit Fallschirm runter. Ja, aber was für ein Spiel ist das? Ballerspiel. Ja, du kennst das nicht. Doch, ja? Natürlich. Das ist so Fortnite, aber ohne Bauen und so. Battle Royale Spiel. Ja, genau. Und das war gerade die Zeit, wo ich so viel Fortnite auch gespielt habe. PUBG. Und ich schwöre es dir, als er dann den Fallschirm gezogen hat und wir da über dieses Gelände geflogen sind, habe ich wirklich gefühlt, als wäre ich gerade eine Runde Battle Royale reinspringe. Digga. Hast du dir zwischenzeitlich aber kurz gedacht, so ey, okay, das könnte vielleicht schief gehen? Oder hast du ein bisschen Angst, was das angeht, während des Sprungs? Während des Sprungs hast du gar nichts mehr gedacht, Digga. Während des Sprungs warst du so beeindruckt von diesen Gefühlen, von den Emotionen. Alles ist auf dich eingeschossen in dem Moment. Und als er dann die Reißleine gezogen hat, dass der Fallschirm sich öffnet, habe ich nochmal einen extremen Schmerz gehabt, weil das ja mit einem Druck und einem Wucht hat mir das nochmal richtig reingeschnitten und dann sind wir gelitten und haben alles geguckt und dann war ich super entspannt. Als wir dann gelandet sind, es gibt auch ein YouTube-Video von einmal, also zwei Videos gibt es davon, einmal die Kooperation mit Axe und dann habe ich das später nochmal ein paar Wochen später nochmal mit dem Material, was wir hatten, nochmal schneiden lassen, ohne Werbepartner, einfach als Erinnerung. Ja, so. Natürlich, das ist eine krasse Erinnerung. Ja, das gucke ich mir immer mal wieder an, Digga. Ich habe es noch nie gesehen von dir, aber ich werde es mir jetzt angucken. Das ist auf deinem YouTube-Kanal? Ja, einfach bei YouTube eingeben, Montana Black Fallschirmsprung. Und es gibt zwei Versionen. Ich weiß jetzt nicht, welche ist, aber eine Version ist halt ohne die Kooperation. Die haben wir richtig geil mit meiner Musik unterlegt und so. Das ist wirklich ein schönes Video, kann ich nur jedem empfehlen. Das war ein sehr emotionales Video. Krass, den Sportplatz haben die jetzt einfach als Landebahn, Abhebe- und Landebahn gemacht. Ja, das ist das Geile am Helikopter. Mit dem Helikopter hast du viel mehr Landemöglichkeiten und Spots, wo du landen kannst, als mit einem Flugzeug auch oder Notlanden, ne? Und Privatjet auch.
Privatjet, also mit dem Helikopter gibt es ganz viele Kleinvereine mit so Sportmotoren, Flugzeugen und so, wo du dann auch mit dem Helikopter landen kannst. Also Helikopter ist schon was richtig Geiles, aber auch unfassbar teuer und auch im Unterhalt und ähnliches ist Helikopter richtig teuer, Digga. Gibt es Leute, die haben einfach so zu Hause einen Helikopter oder was? Nein, 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 im Hangar musst du den halt lagern, ne? Und die können dann einfach so privat auch Heli fliegen? Ja, klar. Stell dir, und in Amerika gibt es Häuser mit eigenem Helikopterlandeplatz ja, und so. Ja, das ist krank. Das wie in GTA. Heftig. Ja, wie in GTA. Meine Jungs sind gestern Heli geflogen, die meinten, war geisteskrank. Da bin ich schon mal auf einem Sportplatz und dann um Heli zu fliegen, nicht mal um Sport zu machen. Ja, moin. Ja, ein bisschen, ich müsste eigentlich noch mal dringend pinkeln. Du warst doch erst vorhin, als ja, wir ausgestiegen. Aber ich habe in der Zeit auch schon 1,5 Flaschen Eistee gesippt und der läuft halt einfach durch. Du meinst die kleinen Eisteeflaschen, ne? Nee, so, diese 0,3er, einen halben Liter Eis habe ich jetzt getrunken. Also, lieber Livestream-Chat, es kann sein, dass beim Heli-Fliegen es ein bisschen kriselt oder das Bild mal weg ist. Ihr wisst ja, wie das mit der Technik ist und mit dem Internet. Meinst du? Ich dachte, oben haben wir mehr Empfang. Nee. Es kommt immer ganz drauf an. Antennen fürs Internet in die Luft gehen oder in den Boden so mäßig auch. Und Adam hat mir das einmal erklärt. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie das war. Okay, krass, ja. Okay. Ja. Hat man in der Luft nicht besseren Empfang? Nein, vor allem nicht in städtischen Gebieten. Erklär mal warum. Während wir es hinbekommen haben, aus den Alpen 100% flüssig zu streamen, ist es im Stadtgebiet ein bisschen schwieriger. Das liegt daran, dass die Antennen hier nach unten ausgerichtet sind. Weil die Leute ja auch die ganze Zeit hier innerhalb der Stadt ja am Boden sind. Und das heißt, sie werden hochgebaut und dann richtet man sie nach unten? Allermeistens ja. Und wir sind aber ganz schön weit oben, deswegen haben wir nicht die komplette Abdeckung. Und natürlich kann ich jetzt ankommen mit meinen ganzen Antennen, die ich manchmal aufgebaut habe, Angelcam 2 und so weiter. Aber das Problem ist dann halt, dass es nicht erlaubt ist im Heli. So, ne? Also du kannst ja nicht irgendwie alles Mögliche in die Scheibe klatschen. Deswegen haben wir so einen Kompromiss gemacht. Ich bin vorgestern schon mal Probe geflogen und habe gedacht, ja okay, so 50-60% ist flüssig, ein gutes Ergebnis, sind ein paar schöne Shots, nehmen wir halt mit. Okay, ja super. Ja. Ja, ich hoffe, wir können so viel auffangen wie möglich. Ja. Aber ich denke, das Maximum, also wenn du das nicht einfangen kannst, sonst niemand. Innerhalb des Legalen und des Erlaubten, auch an Gepäck und an Antennen innerhalb von einem Rucksack, ist das, was wir jetzt hier haben, wirklich alles ausgeschöpft. Dann haben wir ein besseres Bild, kriegen wir nicht. Super. Ich muss unfassbar pinkeln. Immer noch? Wie immer noch? Ich war ja noch nicht. Wie? Ich dachte, du warst gerade kurz. Wo soll ich denn hier pinkeln? Sagst ja, weiß ich nicht. Ja. Wo soll ich hier pinkeln? Ja, aber was willst du da jetzt machen? Habt ihr eine Toilette hier? Als ob in Bravos keine Toilette gab. Da hinten in die Büsche schnell? Ja, dann gehe ich schnell in die Büsche. Ja, fliegst du gern eher mit einem Heli oder mit einem Flugzeug? First Class am meisten. Also Flugzeug, ja. Ja, gut, klar. Ich habe natürlich immer für meine Stream-Projekte dann auch viele Flugeinsätze gehabt. Wow, auch da kann man halt streamen, aber Heli ist tatsächlich selten. Ich hatte jetzt, glaube ich, jetzt erst 4 oder 5 Heli-Flüge. Seid ihr Leute eher, die Flugangst haben oder sagt ihr so, fliegen juckt mich gar nicht, ich fliege egal, so gar kein Problem, 12 Stunden. Zum Beispiel, ich will gerne mal in andere Länder reisen, aber in Weite, so Japan, Thailand und so weiter. Ja. Aber ich will es nicht wegen dem Flug, ich habe keinen Bock, 12 Stunden im Flugzeug zu sitzen. Ja, das ist wirklich anstrengend. Weil wir das im Chat die ganze Zeit auch lesen mit dem Fiepen, das ist hier von der Turbine, das haben wir hier vor Ort, das geht nicht anders. Ja. Ja, und eben auch ganz spannende Geschichte, super geile Bilder, die wir dann eingesammelt haben. Wir wussten, also 2 Wochen lang stand gar nicht fest, dass wir noch eine zweite Kamera dann da positioniert. Es hieß die ganze Zeit, wir sollen die halt in Field haben, deswegen hat es bei der einen so ein bisschen ab und zu mal gepixelt, weil da so nur die Hälfte der Montur drin war. Und ganz spontan hieß es dann, ja, nimmt die zweite Kamera mit, haben wir dann jetzt gemacht. Waren, glaube ich, sehr geile Bilder. Also ihr habt euch köstlich amüsiert, das hat man schon gesehen. Ja, 100%. Ja, das ist der Heli. Ja, kannst du ja mal auf den Heli zeigen. Das ist das Ding, mit dem wir gleich hier fliegen werden. Wow. Boah, dieser Wind. Geisteskrank. Alter Wind aber. Ja, heftig. Zum Briefing kurz kommen. Ja, oh, ja, selbstverständlich. Okay. Wenn ihr im Hubschrauber seid, dann könnt ihr so viele Fotos und Videos machen, wie ihr wollt. Das ist ganz egal. Nur nicht den Piloten nerven. Es kann sein, dass links und rechts das Fenster ein bisschen offen ist. Das heißt, ihr könnt gerne rausfilmen. Allerdings fliegen wir ungefähr mit 230 km/h. Das heißt, wenn ihr zu nah hinkommt, das Handy ist weg. Und das ist natürlich auch zu gefährlich. Genau, wir haben ein bisschen Thermik über München. Das heißt, es kann sein, dass es ein bisschen wackelt, aber es sollte kein Problem sein. Und der Rest noch Spaß haben. Kann auch so zum Heli laufen, ja? Ja. Einfach nur festhalten. Es geht nur darum, dass das nicht irgendwo in den Lufteinlass oder so reinkommt. Um das geht's. Wenn es jetzt wegfliegen würde, das wäre mir eigentlich egal, nur wenn es nicht in den Hubschrauber-Einlass sein kann. Das ist alles. Meine graue Mähne werde ich nicht zeigen. Ja, kann man nichts machen. Ich habe übrigens noch volles Haar und keine Geheimratsecken oder so. Bei mir werden die Haare halt relativ schnell grau. Aber das war auch schon mit Mitte 20, habe ich schon angefangen, graue Haare zu bekommen. Ich weiß nicht. Irgendwas ist da in meiner Genetik nicht in Ordnung. Ich kriege keinen vernünftigen Bartwuchs oder gar keinen Bartwuchs richtig.
wie mich beide gerade anguckt, beide hier. Wir gleichen trotzdem. Und ich finde aber, so graue Haare ist so auf der Liste der schlimmsten Sachen, die man irgendwie vielleicht am Kopf haben kann, ganz weit unten. Ganz weit unten, echt, also ich glaube eher, dass man auf ganz viel Präferenz von Mädels treffen würde, wenn man fragen würde, ob sie graue Haare cool finden. Naja, es muss nicht immer die Präferenz der Mädels sein. Du musst ja selber auch so für dich sagen, so, ich finde das nicht schlimm und ich finde sogar das gut. Ich finde es auch nicht schlimm, aber ich finde es halt mit Mitte 20 und jetzt bin ich 36 und habe schon echt viele graue Haare. Ich finde es nur vom zeitlichen Aspekt ein bisschen früh. Das, aber egal. Okay, wir gehen rein. Wir machen Partnerlook. Ja. Wenn man wirklich Flugangst hat, dann ist das eigentlich nicht geil. Boah, da
das finde ich richtig geil, über die Allianz Arena mal zu fliegen und die Vogelperspektive zu haben. Das ist cool. Das ist cool, Mann. Gucken die mit dir gerade, oder? Die Delta Bravo Papa ist bei der Allianz Arena mit einem 360er Zug zum besten Geländemotor. Geil, Digga. Das finde ich richtig cool, Mann. Geil, einfach geil, Digga. Ich muss ehrlich sagen, Helikopterfliegen finde ich unfassbar cool. Also gefällt mir richtig gut. Wie war es für dich, Abu? Also jetzt, wo ich lande, war das die volle Welt. Ja, übertrieben krass. Richtig geil. Also, ich hoffe, dass ihr irgendwann alle mal die Möglichkeit habt, einen Helikopterflug zu machen. Das ist wirklich ein Erlebnis wert. Wir werden jetzt gleich rüber zum Festival gehen, werden dann noch ein bisschen in der Lounge chillen. Ein bisschen gucken, was da geht und dann war's das. Dann haben wir 2 Tage Mai-Festival abgerissen. Alena, Alexis, weiß ich, fliegen das erste Mal Helikopter. Auch das erste Mal? Auch das erste Mal. Krass, Alter, ja. Ich bin einfach nur geil, Digga. Einfach nur geil. So, jetzt würde ich gerne nochmal... Meine Oma schreibt mir, toll, Marcel, Glückskleeblatt, Herzchen, Herzchen, Glückskleeblatt, Knutschi. Knutschi, süß. Hat sie gerade wahrscheinlich den Helikopterflug gesehen. Die ist auch immer am Start. Und wie war es für den Livestream-Chat? Ohne Unterbrechung, Adam. Bist du ein bisschen selber stolz auf dich ohne Unterbrechung? Man muss jetzt ganz fairerweise sagen, es steht dir ja die Leistung zu, für die du auch bezahlst. Ja, das Fiepsen, aber mit dem Mikrofon war eben nicht weg nach dem Mikrofonwechsel. Nee, das ist tatsächlich wegen dem Funksystem der Helikopter. Wir haben alles probiert, im Hintergrund 3 Leute hin und her gerannt. Hat das auch im Helikopter gepiepst noch, oder?
Nein, da war es eh so laut, dass man nicht viel mitbekommen hat. Das müssen wir gleich mal abchecken. Aber haben die aber Ton? Also konnte man uns ja, hören? Wir haben Funk. Wir haben, also das Ding ist, beim Probeflug habe ich gar kein Headset bekommen, weil die gesagt haben, der Flug ist so schnell. Deswegen war ich gar nicht drauf eingestellt. Also was habe ich eben gemacht? Ich habe ganz schnell das Mikrofon einfach in die Ohrmuschel so reingehalten und dann hat man auch alles verstanden, was ihr sagt. Ach so, das ja, war schlau. Weil ich, ja, genau. Ich denke mir so, what, jetzt auf einmal habt ihr alle Kopfhörer und so weiter. Und dann musste ich ganz kurz schalten und dachte mir, okay, dann machen wir es halt so, krass. Ja. Ja, das war richtig geil, Digga. Das habe ich richtig enjoyed. Ja. Gut, okay, dann gehen wir los. Halt mal kurz das Mikrofon, ich habe Druck im Ohr. Ich muss mal kurz wegmachen. Ja, ja, so geht das auf jeden Fall weg. Die Technik kenne ich. Ja, natürlich. Wenn Wasser im Ohr ist, aber da ja, noch kein Wasser drin. Doch, so auch, doch, doch, doch. Ja. Digga, wo ist Islam, fragt er. Es fragen mich mittlerweile mehr nach meinem Sohn als nach mir selber. Ja, ist doch nicht schlimm, Digga. Sei ihm gegönnt. Er hat gestern 5 Kämpfe gehabt, 5 Siege. Ich habe bei dir in der Instagram-Story gesehen, ja. So, hier steht das Auto, schon wieder ready. Boah. Heute war sehr viel Endorphine, Digga. Na, erstmal die auf der Autobahn fliegen und jetzt noch safe über die Allianz Arena fliegen. Safe, ja. Heute war geil, sag ich auch. Genau. Heute war Baba. Heute war auch ein bisschen spektakulärer als gestern, finde ich. Ja, safe, auf jeden Fall. Weil die Aktivitäten sind auch andere dann, ne? Wenn wir da gleich angekommen sind, werden wir rüber switchen zu Adam. Nur damit ihr Bescheid wisst, dann wird Adam noch ein bisschen machen. Dann haben wir kurz eine ruhige Minute, um uns zu akklimatisieren. Nochmal was Vernünftiges zu essen. Und uns dann auf Mario Kart vorzubereiten. Danke an alle, die sich Zeit genommen haben. Ich weiß, bei euch ist gutes Wetter. Ich weiß, EM läuft. Ihr habt euch trotzdem die Zeit genommen, seid am Start den ganzen Tag bis jetzt. Also richtig dickes Dankeschön für den Supporterino. Danke an alle, die da waren. Ja, bedeutet immer einen sehr viel, dass man auch gute Zuschauerzahlen immer noch hat, auch wenn man weiß, es ist Sommer, es ist draußen was zu tun, Fußball ist. In erster Linie, Deutschland spielt heute. Ja, nee, aber ja, aber gestern war Türkei gegen Portugal beispielsweise auch, ne? Ist ja auch ein sehr heiß begehrtes Spiel. Und ich glaube, ehrlicherweise, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ich glaube, dass ganz unabhängig davon, wer spielt, natürlich Deutschland ist immer intensiv, die Leute die EM an für sich enjoyen und jedes Spiel am liebsten gucken wollen. Die fokussieren sich richtig darauf. Ja, EM ist ja auch, ne? Wann ist das? Alle 4 Jahre? Alle 2 Jahre? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Alle 2 Jahre, glaube ich, und alle 4 Jahre ist eine WM. War das so? Ich glaube schon. Ja, aber alle 2 EM, alle 4 WM, glaube ich. Ja, so war das, genau. Glaube ich, ja. Und deswegen danke an alle, die sich da die Zeit genommen haben, am Start zu sein. Und auch danke an alle, die hier sich die Zeit genommen haben, zum Mile-Event zu kommen, ein bisschen zu gucken, sich ein gratis Gönnergy oder auch vielleicht 3, 4 gratis Gönnergys mitzunehmen. Oder 6. Oder 10. Ich habe Leute mit Jutebeuteln gesehen. Ich habe Leute mit einem Bollerwagen gesehen, ja? Monte. Ja, ist doch okay. Ja, ja, 100%. Ist doch okay, Digga. Ist doch gar kein Problem. Aber nicht wieder die Felge schrotten, ne? Wieder? Gestern die Felge. Ehrlich jetzt? Egal, erzähl das niemandem. Doch, muss er ja. Ich weiß. Konstantin wartet schon in der Ferme mit ihm auf Bohrer. Aber die Felgen sind so riesig, die kann man ja nur schrotten gefühlt. Parkhaus, Digga. Und ich bin da auch, also bin da, muss ihm da in Schutz nehmen. Parkhaus ist wirklich ja, ja, 100%. Okay, let's go. Okay, dann gehen wir rein in die Bude. Ich finde die Lounge so geil, ne? Du hast ja überdacht klimatisiert, du hast hier Sonne, du hast zum Chillen hier, du hast das. Hatte ich schon erwähnt, super. Wie dankbar ich für das Münchner Wetter bin. Ja, vor dem Heliflug. Ja. Weil es fast ja nicht geklappt hat. Okay. Gut, alles klar. Wir wechseln jetzt rüber zu Adam. Lasst ein bisschen Liebe da. Kuss auf die Nuss. Bis später. Ciao, ciao. Hey, vielen Dank für die ganze Liebe. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Party People. Jetzt wird der Heli gleich landen. Wir werden dann gleich gemeinsam dann von hier auch aus rüber gehen. Und wir können da so richtig, richtig geil zuschauen, wie die Leute dann das Ziel erreichen. So wie jetzt gerade auch hier die Mädelscrew. Da bin ich mal gespannt auf die ganzen Emotionen, die da dann jetzt auf uns warten. Ein paar Interviews werden chillig. Auf jeden Fall können wir gleich dann und ganz gediegen machen. Ich schaue in glückliche Gesichter, wie war's? Es war sehr geil, Adam. Mega. Obwohl ich Flugangst habe, war das richtig, richtig nice. Das freut mich mega zu hören. Lass uns alle schon mal in die Safety Zone wieder zurück. Ihr seid auch zum Stadion geflogen? Ja, ich möchte noch mal, obwohl ich der größte Flugangstmensch bin, ne? Ich hätte ja so Angst davor. Ja. Aber jetzt denke ich mir, geil. Wir haben vorhin auch über längere Heliflüge gesprochen. Wäre vielleicht mal ein Stündchen oder 2 Stündchen was für dich? Ich glaube ja. Aber nur, wenn das Wetter so ausschaut, ne? Bei Regen oder sowas, ich glaube, man darf dann gar nicht fliegen, oder? Bei Regen? Ja, ich stand deswegen auch auf der Kippe heute, auch wegen Nebel. Die Wetterprognose war ja eigentlich ganz gut schon mal, dass es nämlich keinen Regen gibt, aber der Wind macht dann auch mal viel aus. Also du hattest klassische Flugangst? Ich habe klassische Flugangst. Okay. Krass, aber.
ist krass. Wie würdest du erklären, wie groß ist der Unterschied zu dem normalen Fliegen, wenn du im Flugzeug sitzt? Also im Heli merkst du, es ist ruppeliger, ne? Also du merkst viel krasser, was er halt im Flieger macht. Und im Flugzeug selber ist es halt mehr flüssiger. Ja. Ne? Aber im Heli habe ich mich komischerweise sicherer gefühlt, weil ich konnte den Piloten sehen, ich konnte seine Mimik sehen. Und wenn ich schon sehe, er hat ein paar Panik im Gesicht, dann kriege ich auch Panik. Aber er war tiefenentspannt. Und der Kerl ist 23 Jahre alt Ja. Und ist Pilot. Aber es ist mega geil, den dann auch hören zu können und dadurch auch eben beruhigt zu werden. Ja. Ihr hattet auch Kopfhörer auf, ne? Ja, wir hatten Kopfhörer, Ja. Das war total angenehm. Ja. Oh, jetzt kann ich, oh, das war so laut gerade, ne? Ja, der ganze jetzt Lärm ist so, jetzt weg. Jetzt ist so Ruhe, mega. Naja. Apropos Ruhe, wir gehen rüber dann in die Menge, genau. Du bist auch mit dabei, kommst auch mit? Ja, genau. Genau, cool. Ich habe echt lange Haare, ich hatte echt Angst, dass die irgendwie hochfliegen und dann war es das. Ja, aber ich glaube, die wären nicht sofort weggeflogen, oder? Na, wenn die sich verheddert hätten oder so. Ich mal mir da alles aus. Ja, ich glaube, es ist völlig natürlich, da verschiedene Ängste zu haben. Und auch bei längeren Haaren kann man da auch einiges noch befürchten. Ja, aber jetzt im Endeffekt sehr zufrieden, dass du es gewagt hast? Auf jeden Fall. Also, dass die ganze Stadt nochmal so von oben zu sehen. Aber auf jeden Fall echt schön. Man konnte sich nochmal alles so zuordnen. Wir sind ja auch über das Olympiastadion geflogen, glaube ich, einmal. Daneben, wo die EM Public Viewings sind, da haben sich ja schon ganz viele Menschen versammelt. Ja. Ist ja ein sehr begehrter Platz. Und auch die Allianz Arena von oben zu sehen, war auch schon beeindruckend, ja. Ihr seid dort dann auch in die Kurve gegangen beim Stadion, oder? Also da war so dann die Rückkehr. Das war schon holprig. Vor allem als angefangen hat, in die Kurve zu gehen, hat es ein bisschen geruckelt. Ja. Mir ist halt aufgefallen, bei den Flügen, die ich hier jetzt testweise auch gemacht habe, dass es so schon irritierend ist, wenn auf einmal der ganze Horizont sich so extrem verschiebt, weil er dann ja echt halt auch seitwärts in die Kurve geht. Ich glaube, der eine oder andere Person wird da auch übel. Ja, das kann gut sein. Wie war es bei dir? Sehr angenehm auch. Also man hat jetzt bei uns bei dem Flug natürlich auch gesehen, wie bei Monte sehr glückliches Gesicht sich dann irgendwann geformt hat, als er gemerkt hat, wie geil eigentlich so ein Flug ist. Abu war gut drauf, obwohl das ja eigentlich auch nicht so seine Lieblingsbeschäftigung ist, dann in solche Fluggeschosse zu steigen. War genau, schon sehr geil. Meinte, Abu macht sich direkt in die Hose bei sowas. Als sie nach München geflogen sind, konnte er die ganze Fahrt nicht klarkommen. Als ich Abu dann gefragt habe, meinte er so, das war genau andersrum. Ja, das ist immer, wenn so Kollegen unter sich dann sich ein bisschen das gegenseitig zuschieben mit den Ängsten, da artikuliert sich vielleicht keiner klar. Aber am Ende, glaube ich, war das jetzt an heute auch für Abo nochmal eine geile Erfahrung. Mhm. Ja, und deswegen, weil ich da einfach diese ganze Stimmung mitbekommen habe eben, war das auch ein sehr cooler Flug. Ja, es sind sehr viele Eindrücke auf einmal. Ne? Ja. Also vorhin in dem McLaren zusammen mit Alexis fahren und jetzt direkt Heli-Flug, also keine Ahnung, wer hätte überhaupt gedacht, dass überhaupt irgendwas möglich ist. Das ist natürlich sehr cool gewesen. Ja, und man kann jetzt sagen, innerhalb von so kurzer Zeit, innerhalb von irgendwie 3 Stunden, bist halt so eine krasse Karre gefahren, um dann halt noch im Heli zu fliegen. Ja, das war auch nicht jeder von sich behaupten. Unvorstellbar. Ja, und das hier, Party People, ist ja auf dem Mile Festival auch so, dass sich jeder eintragen konnte, sowas mitzumachen. Und die Creator waren da auch auf jeden Fall zahlreich dabei, die das dann auch mitgemacht haben. Ja, geil, ey, we did it. Wie war's? Geil, ich wollte einen Salto sehen. Und dann haben wir ihn gefragt, aber der Flieger durfte leider keinen Salto machen. Aber er könnte einen machen. Ich glaube, so junge Piloten wie er bedanken sich stets für solche wundervollen Fun-Fragen, oder? Er wollte es machen. Ich wollte es nur wegen Alexis machen. Die hat gesagt, bitte frag ihn. Wir waren alle dafür, Alexis war dagegen. Ja. Überstimmt. Dann haben wir ihn gefragt. Am Ende ist Alexis natürlich das, was so ein bisschen dann am Ende auch die Gruppe dann kaputt macht durch ihre Einwände. Und so. Spaßbremse. Ich bin wirklich eine Spaßbremse. Das ist wie ein McLaren, der auf der linken Spur vor dir fährt. Dann. Dafür muss man ihr lassen. Ihr lebt jetzt alle noch. Ja, das stimmt. Ja, Leute, wir gehen jetzt nochmal zur Gönnergy-Lounge. Und dann werden wir euch die Zeit ein bisschen vertreiben. Ja. Eingeplant sind wir beide jetzt. Ja, genau. Perfekt. Mhm. Und dann schauen wir mal ein bisschen, was hier so abgeht. Wir haben jetzt hier wieder diesen speziellen Backstage-Eingang hier, der dann mal extra für uns geöffnet wird hier. Ich glaube, ich muss aber kurz noch verkabelt werden. Easy. Ah, du willst du kriegst Intercom. Ja, cool, ja. Oh, geil, ich habe meine eigene Stimme in der Gönnergy Lounge. Essen. Ah, wer hat hier Public Viewing von unserem Streamer gemacht? Hallo, Echo. Jetzt erstmal 3 Sekunden warten. Oh, sie haben es leise gemacht. Früchte. Wow. Also das ist wirklich auch die Portion, dass du nicht zu viel bestellst und am Ende nicht alles aufessen kannst. Also das ist wirklich perfekt gemacht, ne? Ja. Wow. Ach, das sind gar keine Früchte hier. Ich dachte, diese Spieße, das sind Früchte. Nee, aber hier. Ja, wir haben nämlich tatsächlich hier auch auf dem Gelände Intercoms. Also wir hören immer die Regie. Die Regie kann uns sagen, was sich gerade verändert hat, was es als nächstes Neues gibt, dass ich nicht so viel trödeln soll. Ey, nice gemacht.
Was gibt es Besseres, als im Stream zu fressen? So kleine Portionen, das ist schon mega geil. Was hast du dir Geiles gegönnt? Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es irgendwie nicht erkennen. Es schmeckt irgendwie ein bisschen nach Kartoffel, aber irgendwie auch nicht wirklich. Ja, ich glaube, wir sind jetzt im Bereich vom ETPT-Essen. Also gar nicht disrespektierlich gemeint. Ja, wann ist denn das Länderspiel von Polen? Läuft das noch? Das ist am Dienstag in Dortmund gegen Frankreich. Ah, okay, ich dachte, es geht vorhin darum. Nee, okay. Wir haben uns so grob ein bisschen drüber unterhalten, aber ich habe da schon losgelassen. Wie viel Polnisch sprichst du, wie viel Deutsch sprichst du, wollte ich gerade fragen. Ich würde sagen, also ich kann schon echt gut sprechen. Ich habe doch einen Akzent. Immer wenn ich in Polen bin, kennt man den auf jeden Fall. Und lesen kann ich auch gut. Schreiben ein bisschen, ja. Kannst du nicht auch ein bisschen Polnisch? Ja, też mam taki akcent, wiesz? Tak, masz akcent? Buaczałem się to późno i dlatego każdy wie, że jestem niemiecki chłopak. A skąd jesteś? Z Polski? Nie, w Niemczech. Ha? Ale twoje rodzice skąd są? No to po prostu nie wiem, bo... Man muss ja immer so hochgehen im Polnischen. Bo... Wiesz, no, chyba baba było Polsce, but tak dokładnie nie to wiesz, nie gdzie. Wiem. Nie, no nie wiem. Okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. Nie, ale tak fajnie rozmawiasz po polsku, bo... Ey, es tut mir so leid, Chat, ich vergesse auch manchmal, dass die Kamera da ist. Ja, ihr versteht, also teilweise verstehen wir uns ja. Aber wir werden jetzt, weil wir sind hochflexibel, muss man auch sein, für den wunderschönen Summer-Stream. Ja, ey, nee, aber ist geil, ich mag immer jede Chance, weil ich halt keine Gelegenheit habe, eben mit irgendwelchen familiären Mitgliedern oder sowas eben polnisch zu reden. Ja, ich kann dir da nur empfehlen, für eine Zeit einfach nach Polen zu fahren. Ja. Habe ich früher mal gemacht, 2-3 Wochen und einfach nur mit Leuten, die nur Polnisch können und dann lernt man das richtig schnell. Ja, ich habe mal in Krakau gewohnt. Ja? Ja. Für wie lange? Halbes Jahr. Halbes Jahr, okay, krass, ja. Komm hoch, wir gucken nochmal runter hier. Geile Aussicht. Genau, Party People, folgt mir auf Twitch. Nein, kleiner Spaß. Ah, das ist wirklich gediegen. Ah. Puh. Tatsächlich habe ich aber Angst, dass ich direkt einschlafe, wenn ich mich jetzt hinlege. Wait a minute, hast du dir so ein Ding mitgenommen einfach, oder was? Ja, klar. Werden die gerade verschenkt? Nö, aber andere Jungs nehmen die einfach und dann gönne ich die mir jetzt halt eben auch. Ich habe eine Flippe. Wo ist Monte? Ja, von Diebstahl distanzieren wir uns natürlich. Das ist auch nicht so der geile Move, da einfach die Sachen mitzunehmen. Wir haben Endstand. Leute, erinnert ihr euch gestern? Da haben wir euch schätzen lassen, wie viele Gönnergy-Dosen hier in dem Ding drin sind. Ich glaube, ich wurde dreistellig. Während Alexis noch irgendwo im Zweistelligen war, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere. Was ist das finale Ergebnis? Ich habe es extra durchgezählt. Ja. Es war dreistellig. Oh. Warte ab. 145. Eieiei, kann es sein? 145 haben wir reingekriegt. Weißt du noch, was wir gestern getippt haben? Boah, da müsst ihr nochmal selber nachschauen. Das weiß ich halt gar nicht. Schau mal rein. Die Aufzeichnung schaue ich mir dann an von diesem wunderschönen Videoerzeugnis. Schau mal rein, oder? Aber krass, ganz viele Leute werden jetzt wahrscheinlich gar nicht verstehen, wie so viele Dosen da reinpassen. Stauraum. Ja. Nee, aber jetzt haben wir sie tatsächlich alle wegbekommen. Waren auch richtig viele, sind richtig gut auch gegangen, muss ich sagen. War geil. Nein. Kam geil an. Sehr geil. Hey, cool, dann danke für die Auflösung. Klar. Und euch noch einen wunderschönen Abschluss dieser wundervollen... Euch auch. Wetter ist des Smile-Festivals. Nochmal geil geworden. Ja, hell yeah. Wenn wir gleich so eine kleine Linkskurve machen, sind wir in einem Bereich, den wir im Stream jetzt in diesen 2 Tagen noch gar nicht abgedeckt haben. Das heißt, es gibt neue Karren, neue Farben. Und auch eingefährt, da bin ich sehr auf deine Meinung gespannt. Das werde ich dir gleich zeigen. Ist ein Prototyp, also in so einem Schaukasten. Aber wir gucken mal, wie da so dann die Meinung von dir ist. Ja, Partybaby, wir kommen zum absoluten Top-Auto. Das wollte ich euch zeigen. Das war auch mein Tageshighlight, euch das zu zeigen. Ist jetzt halt leider verhüllt. Guten Tag. Das war das, was du mir zeigen wolltest? Oh nein, das Gefährt kommt gleich noch. Aber ich wollte einfach, dass die Firma, die dahinter steckt, sich gerade ärgert, dass sie ihre Autos schon verhüllt hat. Wenn man ja in einer... Ich sag mal so, wenn man einer Person bei einem Besuch der Motorworld versprechen möchte, dass man sich auf jeden Fall in ein Fahrzeug setzen kann, dann würde ich das hier empfehlen. Das ist so das kleine Gefährt für zwischendurch. Ja, ich bin ja jetzt nicht ganz so riesig. Ja, hast du Euro, ja, geh mal gerne her damit. Man muss ja ausprobieren. Ich danke dir. Da kriegst du gleich 2 Fotos für. Das ist mein Kurs. Ein Foto 50 Cent. Hier, doch, da. Das Ding redet noch nicht mal Deutsch. Hallo? Drück auf den Knopf und zum Beginn. Holländisch! Du bist eine holländische Maschine, okay. Da gab es. Was? Oh, mir tun jetzt schon die Knochen weh. Oh, warte mal, das ist ja eine echte... Hä, wie konnten wir daran vorbeigehen? Das ist ja ein geiles Ding. Vom Weiten, dass es ein Pappaufsteller ist. Ich auch, das ist hier 3D, Leute. Also wisst ihr, wenn ihr den Stream gerade in 360 Grad guckt, dann könnt ihr mit eurer Oculus Swift einfach auch rumgehen. Krass. Jetzt zeige ich dir das Gefährt, was mich neugierig gemacht hat, was ich eben schon so angeteasert habe. Zwischen diesen ganzen wundervollen Requisiten. Und dann gehen wir in die Regie. Dann zeigen wir euch mal, wie dieses ganze Wochenende produziert wurde. Hier, das Teil. Das erste fliegende Auto der Welt.
Das fand ich so geil, dass ich mir dachte, in dieser ganzen Motorworld ist das das Objekt meiner Begierde. Das wolltest du mir unbedingt zeigen. Ja, da wollte ich unbedingt deine Meinung zu wissen. Aber ist das nur ein Modell oder ist das schon das richtige Auto? Ja, die meinen das irgendwie ernst, aber immer wenn ich davor stehe, hat der Laden hier schon zu. Okay, also das Ding soll jetzt fliegen oder bin ich jetzt komplett blond? Genau, es kann ganz normal fahren, aber dann noch irgendwann abheben. Es hat einen Flugmodus und einen Fahrmodus. Okay. Und beim Fahrmodus hat es eine Motorleistung von 100 HP, eine Reichweite von 1315 Kilometern. Und im Flugmodus fliegt das auch, lese ich gerade, ganz schön schnell. Okay. Ja, die Farbe ist auf jeden Fall nicht verkehrt, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, vielleicht wurde jetzt auch Größeres erwartet, aber das fand ich jetzt so als kleines Element jetzt hier in der Motorworld ganz knuffig. Wir haben doch gerade hier den anonymen Hinweis bekommen, dass draußen, das ist die Gönnergy-Karre. Aber sind wir damit nicht schon gestern gefahren? Oder was nicht dabei? Ja, Party People, wir haben es jetzt auch nicht mehr so weit, wir gehen jetzt noch einmal kurz in die Regie und dann sind wir auch schon direkt am Ort des Geschehens. Ein wunderschönes... Ja, das wird wahrscheinlich abgeholt oder fährt das hier in die Dinger rein? Schönes Nummernschild auch. Gute Zeiten, schlechte Leiten. Oh, und guck mal hier. Jesus Christus. Er macht den UPS-Driver-Style und lässt die Tür während der Fahrt offen. Ja, Leute, hier ist einfach so viel Logistik. Das betrifft ja jetzt nicht nur den Livestream, sondern auch die ganze Organisation im Hintergrund, um diese ganzen Stände hier zu verwirklichen. Und das merkt man dann erstmal, wenn man dann in die Katakomben geht, die natürlich dann nur für unsere Zwecke zur Verfügung stehen. Guck mal, allein hier die ganzen Kabel hier. Und das hier ist ja alles nur normale Schuko, also so Steckdosenkabel für normalen Strom. In verschiedenen Längen sortiert. Kabeltrommeln, alles mit dabei. Also wenn du irgendwas brauchst, sag auch kurzfristig Bescheid. Können wir verleihen. Ja. So, hier sind meine ganzen Jungs. Hier findet der ganze Bums statt. Jetzt glaube ich, dass die jetzt erstmal schön das Monitoring runterschalten müssen, damit wir uns nicht doppelt hören. Ne? Ach, schön. Haben wir noch ein bisschen was auf Multiview für den Flex gelegt? Ne? Tim, Tussus Films. Du hast jetzt heute hier die meiste Zeit die Regie gemacht. Ja. Und ich glaube, spektakulärsten war, und deswegen habe ich da auch ein paar Aufnahmen gemacht, als wir da auf der Autobahn zugegen waren und das hier dann auch abgemischt haben. Ne? Ja, das war auf jeden Fall ordentlich. Gleich geht der Stream noch aus, wenn da jemand hinfällt, sage ich dir. Ich glaube, ich war am Weg, ne? Es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spektakulär. Ne? Also das war ja am Anfang auch gar nicht geplant, deswegen hat es auch noch mal kurz gedauert, weil wir noch mal dann die Kameras ein bisschen umbauen mussten und so weiter und so fort. Aber ich denke, für den Zuschauer war es auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr coole Erfahrung durch die Perspektiven, ne? Da als Kolonne irgendwie auf der Autobahn mit diesen extrem krassen Autos zu fahren und dann das aus zwei Perspektiven da so ein bisschen zu erleben, auch von außen die Autos zu sehen, wie sie auf der Strecke da sind. Wir haben uns ja wieder eine Hybridlösung gegönnt, also sprich, das ist ja dann öfters auch bei mir mal angefragt, sowohl dann jetzt hier stationär, dann während des Geländes, das auch schon ganz schön groß ist, als auch dann unterwegs, sodass wir da halt jederzeit umschalten können. Ich hatte halt dann von vornherein, ich habe es vorhin schon kurz erklärt, gesagt, ja, lieber machen wir hier dann nochmal eine Backup-Lösung, falls das komplette mobile Internet ausfällt, sodass wir dann trotzdem streamen könnten. Haben wir an diesem Wochenende nicht gebraucht, weiß man vorher nicht. Am Ende bezahlt es der Monte trotzdem. Naja, ein, zwei Mal war es tatsächlich auch notwendig. Aber ja, wir haben halt, jetzt werde ich gerade angesprochen über Intercom. Wer nervt gerade über Intercom? Wir können das Intercom jetzt hier auch öffentlich machen, wenn das so läuft hier. Franz, ich bin gerade im Stream, ich melde mich gleich, okay? Warte, ich spreche auf. Bin ich eigentlich hier über das Dings? Ich kann nicht Franz ansteuern, ne? Das ist ja immer nur zu dir, oder? Ja, Franz ist ja tatsächlich... Oh, der Krepp ist da! Oh, wie schnell! Vielen lieben Dank! Ganz lieben Dank! Wie viel macht das? Gar nichts. Vielen lieben Dank! Kurze Frage. Läuft noch. Ja. Ist das hier alles aufgebaut worden? Ja. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Ist noch nicht mal unsere größte Produktion, ne? Also Bisping jetzt zum Beispiel, wo mit Drohnenpiloten, Drohnenpilotassistenz, da hatten wir noch die Tonmenschen mit dabei. Hier, gut, klar, Intercom nochmal extra, aber es ist überschaubar eigentlich. Also was es hier wirklich besonders macht, dass es halt ein Riesengelände ist, was wir abdecken, sowohl, dass wir überall halt... Ich sage, jeder, der jetzt hier noch ins Intercom reinspricht bei uns hier im Team, am Ende habe ich die Verantwortung darüber. Ich kann dann auch, sorry Tim, wenn ich dir nächstes Mal sage, den und den setzen wir nicht ein, dann müssen wir damit leben. Okay. auf jeden Fall, also wir haben ein Riesengelände und haben halt mehrere Kilometer Glas verlegt, dass wir verschiedene Backup-Punkte haben. Und dann kommt es auch dazu, dass wir quasi auch alle miteinander kommunizieren müssen. Ne? Das Gönnergy-Team, die Kameraleute, dann haben wir ja
mehrere Moderatoren, die ja auch unabhängig voneinander quasi Teams bilden, um so Schalten von A nach B zu machen. Ne? Das heißt, Team 1 ist gerade in der Gönnergy Lounge und dann ist das Team 2 irgendwie woanders gewesen. Ja, und das brauchen wir ja auch, dass wir quasi das ganze Gelände mit Intercom abdecken, dass wir da alle miteinander kommunizieren können. Und das hat es hier so aufwendig gemacht. Aber ja, hat alles ja soweit auf jeden Fall gut funktioniert, dass das läuft. Hey Tim, vielen lieben Dank für die Eindrücke. Ich könnte mich natürlich mit dir stundenlang über das unterhalten, was wir beide ohnehin schon wissen. Aber natürlich für den Chat sehr interessant ist, meinte ich. Hier übrigens mein kleiner Ladepark. Ich glaube, ne? Entschuldigung, ist doch schon mal dein Crepe auch, ne? Und wenn du Fragen hast, sag einfach Bescheid. Entschuldige, ich habe das ein bisschen... Ich werde nichts verstehen, aber ey, Riesenrespekt, wirklich. Ich würde meine Nerven verlieren. Hier, ja? hier sieht man, dass ich für diesen Bereich auch zuständig bin. Ah ja, weil es so unordentlich ist. Ja, das ist unser kleiner Ladepark. Hier laden wir halt irgendwelche völlig random Sachen. Immerhin habe ich mir Mühe gegeben. Ich glaube, das ist das Ordentlichste an diesem Tisch. Ich habe hier ein bisschen Kreppband drauf gemacht und überall voll drauf geschrieben mit Pfeilen dran. Da merkt man, da war ich am ersten Tag da und habe noch gedacht, dass wir sehr, sehr viel Zeit haben. Ja, man bemüht sich. Ich muss auch heute dann mal schauen, wie lange ich dann brauche, um meine ganzen Koffer wieder einzuräumen. Das wird wieder ein sehr voller Wagen. Aber ich gucke mal. Falls es aber hier noch auf dem Gelände spontan irgendwelche coolen Mario Kart-Moderatoren gibt, einfach Bescheid geben. Wow. Geil. Hey, geil. Wie findest du es? Wie sind deine Eindrücke? Boah, das ist ja eigentlich wie so, ja, das ist ein Real-Life-Turnier, das ist richtig geil. Guck mal, so geil ist halt, jeder hat dann seine eigene Cam, jeder hat sein eigenes Lichtchen natürlich und jeder kann richtig schön durch die Gegend schreien und man hört das dann wundervoll im Stream, weil jeder da sein Mikrofon dran hat. Mario Kart ist auch gut zum Ragen. Ja, ist wirklich so. Und ich finde auch, wenn Monte spielt, das macht schon Spaß zuzugucken. Irgendwas passiert immer. Hey, man kann voll so geiles Referat führen über die einzelnen Figuren hier bei Super Mario Kart. Ich sag mal Super Mario Kart, aber offiziell ist ja Mario Kart, ne? Ich finde immer diese Figuren irritierend, die so in die Richtung gehen von Items, die du einsammeln kannst. Zum Beispiel der Geist. Ja, hier sind wir wieder an dem Stand der kostenlose Gönnergy-Abgabe. Und guck mal, wie krass geil die vorbereitet sind. Obwohl die ganze Zeit ununterbrochen Gönnergy abgegeben wurde an die Leute, die sich das dann gegönnt haben, sind immer noch Sachen da. Sind immer noch wundervolle Dosen da. Okay, jetzt ist die Gelegenheit für dich, dass du dir Tipps holst von anderen Mario Kart-Spielern. Ich sehe einmal Tobi da. Von ihm da hinten will ich mir auf jeden Fall gar keine Tipps holen. Hat Spaß. Tipps. Mario Kart-Tipps. Ja, du übernimmst. Willst du mal von deinen Mario Kart-Künsten dann erzählen? Ja, erzähl mal. So, hier wurden große Töne gespuckt, die wir gleich vernichten werden. Ich bin Mario Kart-Profi und werde hier niemanden eine Chance lassen. So, jetzt raus. Wir gehen rüber. Mario Kart-Turnier, let's go. Wir haben gerade richtig fett abgeschmatzt. Lecker Burger gegessen mit Pommes. Das tat richtig gut. Jetzt wird hier schon fleißig abgebaut. Heute ist der letzte Tag, ne? War, wenn man da schon mal ein Resümee ziehen darf, ein Fazit, war echt ein großer Erfolg. Hat richtig Spaß gemacht. Leute waren richtig korrekt, gut gelaunt. Und das hatte ich ja schon erwähnt, dass das Wetter unfassbar geil war. Ja, ich habe es auch lobpreist heute ein paar Mal, weil das wirklich richtig geiler Zufall ist. Nachdem die Prognose eher düster war. Und deswegen, dass das jetzt noch so sich gewendet hat, ist super geil. Das ist eine richtig glückliche Situation. So, jetzt will ich ein Eis, Jungs. Was los? Ja, ach ja, die ganze Zeit Eis, 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 jetzt am Arsch. Ja, genau, so sieht's aus, ja. Also heute war auf jeden Fall richtig, richtig heavy geiles Programm, ne? Mit Helikopterfliegen, die Autotour und so. Das hat mir schon mehr zugesagt als gestern, bin ich ehrlich. Ja, tatsächlich. Also für mich ist auch der Lieblingstag heute. Gestern waren aber auch richtig geile Sachen. Die sind manchmal so ein bisschen gediegener, aber trotzdem auch die für lustige Clips auch gesorgt haben. Allein wie viele Leute da gegen die Pylonen gefahren sind mit den kleinen Wägerchen. Das hat auch Spaß gemacht gestern, das stimmt, ja. Ja, am Ende ist natürlich das Gesamterlebnis und da sind viele, viele Highlights dann noch dabei. Ich freue mich auch sehr auf das Video, wie das Ganze geworden ist. So. Ey, ich bin gespannt, was du sagst. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Oha. Geil, Digga. Das ist natürlich cool, ja? Wie gibt man Gas? Sag mir einfach. Ey, gib mir mal Gas. Jetzt. Also, oh, komm schon. Ich muss noch. Was? Oh, Adam, die Facecams überdecken die Platzierung. Monty so abgebrüht. Nee, guck mal, lieber Livestream-Chat. Adam hat ja auch so gerne ausgeteilt, wenn mal was uns nicht funktioniert hat. Und das habe ich mir natürlich gemerkt. Und bei Mario Kart kracht es gerade gewaltig. In der Vorbereitung ist nicht alles so gut gelaufen anscheinend. Doch. Mario Kart ist kleiner 1-1 in der Livestreaming-Branche, Digga. Also wenn man das nicht hinbekommt, dann sollte es man vielleicht komplett lassen. Ja, GG ist auch meinerseits. Achso, sorry, mein Besser. Macht man nichts, ne? Wenn du zwei rote frisst, jeder Mario Kart-Spieler weiß das und du hast nur eine Sache am, dann kannst du dir noch die zweite Sache aus dem ziehen. Das funktioniert nicht, Digga. Aber hat Spaß gemacht.
kleine technische Probleme gehabt, ne? Aber gut. Über für 2 Minuten 2 Facecams vertauscht, das stimmt. Ja, ist das echt eine Frechheit, Digga. Und vom Multimillionen-Unternehmen hatte ich das nicht erwartet, Digga. Ja, aber das ist lustig, ne? Weil ich hier komplett ehrenamtlich mitmoderiert habe und mehr vor der Cam war als du. Das stimmt nicht. Wir haben ja extra berechnet für die Moderation. Nee, ja, wir haben nur gesagt, ich ersetze eine Arbeitskraft, die ja weit unter dem, du weißt, was Creator bekommen für Moderationstätigkeiten. Das steht ja überhaupt nicht im Verhältnis. Das stimmt nicht. Die Anfrage war Moderation. Daraufhin hieß es, da muss ich einen neuen Mitarbeiter noch mal einführen. Und der hat extra gekostet. Ja, also war deine Moderation nicht für... Ein Bruchteil von dem, was ich als Creator für moderative Tätigkeit normalerweise genommen habe. Es spielt doch keine Rolle. Es war nicht umsonst. Absolut nicht. Ich möchte dir noch was erzählen. Wir hätten ja eigentlich am Donnerstag alle aufbauen können. Da war schon der eine Raum zu. Eigentlich hieß es ja, wir können am Freitag. Ich musste das komplette Team einen Tag vorher hier einbuchen, damit sie vorher aufbauen. Weil es hieß, ab Freitag 12 Uhr dürfen wir gar keine Kabel mehr verlegen. Und das habe ich komplett auf meine Kraft genommen. Deswegen, jetzt ist Schluss, Marcel. Denn jetzt hast du mich am falschen Ende erwischt. Ja, an welchem denn? Am kleinen Zipfel, oder was? An dem ich selbst hier für die ganzen Sachen aufkomme, die ich dir eigentlich in Rechnung stellen müsste. Also, Marcel, ich möchte nur noch mal festhalten. Ja, die Extra-Moderation deinerseits war für nicht für umsonst, weil dafür wurde mir mehr berechnet. Das ist so, das ist ein Fakt. Da habe ich den Chatverlauf sogar. Ein Zehntel von dem, was ich als Creator normalerweise für moderative Tätigkeiten bekomme. Da musst du die Selbstkosten noch mal ein bisschen besser rechnen, Digga. Na, ich kriege das von Agenturen vermittelt. Ist das mein Payout? Was? Also, jetzt ist halt hier wirklich mal Schluss. Ja, jetzt genau, die 40.000 pro Story. Ich will deine Reichweite gar nicht haben, Marcel. Was sollen mir denn die kleinen Kinder bringen, die mir dann sagen, Adam, wie geht's Monte? Marcel, du hast dich mit dem Falschen angelegt. Ja, okay, komm, dann lass machen jetzt. Oh, ich hätte großen Spaß dabei. Ja, ich auch, ehrlicherweise. Ach ja, ja gut, okay, ey, lieber Livestream-Chat, das war's. Das war Mai-Festival 2024. Wir waren dabei mit einem riesigen Gönnergy-Stand, wie ihr gesehen habt oder sehen könnt. Danke an alle, die am Start waren. Danke an das gesamte Team. Danke an die Jungs von Adam. Danke an alle Kollegen und Kolleginnen, die vor Ort waren. Danke an das Mai-Festival, die tatkräftig unterstützt haben und uns zur Seite standen. Wir werden jetzt Feierabend machen, abbauen, beziehungsweise heute auch Deutschland noch gucken. Ist ja klar wie Kloßbrühe. Danke meinerseits und ich sag Kuss, Kuss, Kuss. Wieder schon reinhauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.